Was für eine Stimmung! Hier beim zweiten Abend vom Rocket Beans Kneipenquiz mit dem wunderbaren Namen Rülps. Geil. Ja. Unfassbar. Ein wunderschöner Abend steht uns bevor hier in diesem sehr gemütlichen Setting. Aber ich kann versprechen, es wird wahrscheinlich sehr schnell sehr ungemütlich, sobald die ersten Fragen und Antworten heute reinkommen. Das ist die zweite Ausgabe von unserem kleinen Kneipenquiz. Wir mussten nach drinnen gehen. Draußen war das Wetter leider zu schlecht. Deswegen ein Team heute nicht dabei. Das sitzt, glaube ich, oben und spielt privat ein bisschen mit. Aber das sieht man vielleicht demnächst mal beim Beanstalk oder so. Aber heute nicht on air. Also, 30 Fragen habe ich mit 30 Fragen habe ich vorbereitet mit einem dreiköpfigen Team. Wir waren trotzdem nur zu zweit. Haben die Antworten dann grob gegenrecherchiert und präsentieren euch diese 30 Fragen heute. Das wird aus allen möglichen Bereichen sein. Das wird Wissen sein, das wird, manchmal habt ihr Multiple Choice. Gino, jetzt habe ich es, wo ich dich gerade, ich habe vergessen, eine Fitnessfrage reinzupacken. Sorry dafür. Ihr werdet manchmal etwas dafür tun müssen, manchmal zusammenarbeiten müssen. Und ihr tut das natürlich alle für diesen wunderbaren Preis, den das letzte Mal das Team Benjamin Bierchen mit Moritz, Raphael, Sven, Nils und Lisa gewonnen hat. Das ist die hellste Birne. Die wird am Ende an das Siegerteam hier verteilt. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, denn an meiner Seite heute als Schiedsrichter und im Zweifelsfall, falls es Kontroversen gibt, auch als Bauernopfer, ist der Fabian, unser Volontär. Ja. Ja. Fabian ist auch noch komplett gemutet, höre ich gerade. Ja. Der ist mit einem Rechner bewaffnet, auf dem Google installiert wurde. Und er wird dort die Möglichkeit haben, bei eventuellen Kontroversen nochmal nachzuprüfen, was wirklich die richtige Antwort gewesen wäre. Kommen wir zu den Teams, die mich heute in diesem Abend begleiten und vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr mögen als am Ende des Abends. Deswegen fange ich bei einem anderen Team an, nämlich heute dabei erstmalig das Team Funkmariechen. Ja. Also, Trant, Christoph, Marc, Markus und Bonina. Seid ihr ready? Wie seid ihr aufgestellt als Team? Habt ihr alle Wissenslücken schließen können? Ja, ich denke, wir sind ganz gut unterwegs. Wir haben natürlich die letzte Woche intensiv trainiert und uns gut vorbereitet. Insbesondere auch, was Beleidigungen dir gegenüber angeht, falls es hier nicht so läuft. Wir haben ja einiges mitgekriegt beim letzten Mal. Ja, das traue ich dir zu. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ne, was der Abend so bringt. Ja. Und ihr habt euren, euren spirituellen Vater, muss man ja sagen, Colin, auch noch mal in passender Montur dabei, wenn das die Kameras noch mal einfangen können. Ja, genau. Ja. Zumindest als quasi seelische Unterstützung ist er natürlich mit dabei. Ja. Genau. Funk und Funke. Mariechen ist ein guter Witz. Ja, sehr gut. Dann Ede und seine Garde haben wir heute am Start. Dankeschön. Etienne, stell dein Team doch mal bitte vor. Wen hast du heute am Start? Ja, es setzt sich zum Teil zusammen aus dem alten Team. Zum anderen haben wir ein paar Trades gemacht. Einige Transfers, ja. Oder wir wurden gezwungen, sie zu machen, weil manche Leute sich entschieden haben, den Tisch zu wechseln. Aha. Ich nenne keinen Namen, Lisa, war's. Dafür haben wir Verstärkung bekommen durch Laura, die übrigens auch zum Teil verantwortlich ist, glaube ich, mit Chris und so für das ganze Setup hier. Kann man vielleicht mal auch mal sagen. Ja. Dann hier natürlich mit Timo, Max und Anja natürlich die geballte Wissenspower. Und Max halt, und, ne? Und, ja. Ja, und ich mache Comic Relief sozusagen. Und, ja, ich glaube, also ich habe auch mal so rumgeguckt auf die anderen Tische so. Ehrlich gesagt wird es heute, glaube ich, ein leichtes. Okay, also, gut, das ist meine Ansage. Was denn? Was wollt ihr denn? Ja, so. Kommt doch her. Dann schauen wir mal an das Team ganz da hinten. Ich habe gesagt, packt die nach hinten, die pöbeln laut genug bis hier vorne im Zweifelsfall. Florian Harten, bitteschön, wen hast du denn am Start? Das Team Gerstenmalz und Hirnschmalz.
heißt Gerstenmalz und Hirnschmalz, ja. Nachdem du es einfach nur Florian Harten getauft hast. Nee, ich hab's auch genannt, es war nur einen riesigen Applaus nicht zu hören. Ist untergegangen. Ja, nach dem letzten Mal haben Lisa und ich evaluiert, woran lag's. Wir waren bis drei Viertel, glaube ich, ganz gut dabei, dann haben wir verkackt. Ja. Und dann haben wir Etienne, Anja und Max getauscht, haben dafür Lars geholt für einfach Comedy-Expertise, Wirt für Gaming-Expertise und Clemens. Und ich glaube, dass für alles hat es gereicht, das ist immer mein Niveau auf jeden Fall. Ja, so sieht unser Plan aus. Schön, alles klar, dann werden wir sehen, was ihr heute reißen könnt. So, dann schauen wir mal weiter zu den Grafikern. Das Team Spaß Kanonen oder ist das Kanonen? Ich bin unsicher. Nee, Kanonen. Ich glaube, es bezieht sich auf den Dos Canonas oder den gängigen Begriff Kanne für Bier. Ja, erzähl mal, wen hast du dabei? Ja, das altbewährte Team außer Jay ist ja krank, ja. Und da hat... und ich bin Moderator. Dima ist ins Team geschafft, also hat sich hochgeschlafen. Ja, und letztes Mal war schon knapp und diesmal wird es noch knabber. Alles klar, also das Team Spaß Kanonen. Dann schauen wir mal rechts weiter. Das Team Super Neros rund um Budi. Wen hast du um dich geschart heute? Guten Tag. Ja, ich habe mir... Glücklicherweise, ich wurde random reingelotst und ich glaube, ich habe ganz gute Chancen. Und wir haben heute Abend ganz gute Chancen, ja. Weil zwei Leute schon einfach Erfahrung haben. Super Team, Ruffy ist am Start, Moritz ist am Start. Wir haben gedacht, du holst Bier, bist zu spät gekommen, hast kein Bier geholt. Das wäre der Win des Abends gewesen, ohne Scheiß. Josie und Carina und ich glaube, ich bin dann der Klotz am Bein. Mal gucken, ey, kein Plan. Wirklich. Du hast zwei Sieger in deinem Team, das darf man nicht vergessen. Das sind die einzigen beiden. Wir treten natürlich die geistige Tradition des Teams Benjamin Bierchen an, das da vorne gewonnen hat beim letzten Mal. Wir beide halten natürlich die Stimmung hoch hier. Danke, Moritz. Und dann gehen wir hier vorne an ein Team, das ich ganz nah bei mir haben wollte. Ein Team, das, naja, sag ich mal, zum Entertainment dieser Show auch viel schon beigetragen hat. Daniel Schröcker ist nicht mehr dabei, sonst das Team in alter Besetzung und mit einem tollen Namen, den ich sehr passend finde. Das Team Heiden mit E. Gunnar, ja, was? Wir freuen uns natürlich, dass wir auch wieder mit dabei sein dürfen. Ja, was wollt ihr heute besser machen? Ja, wir haben jetzt ja Florentin dabei und nicht mehr Daniel Schröcker. Das ist schon mal natürlich ein Pluspunkt, muss man an dieser Stelle natürlich sagen. Filme, vielleicht nicht mehr ganz so doll, aber... Erster Weltkrieg, der ist dabei. Ja, ich glaube, also Tobi ist für Fußball- und Sportfragen wieder dabei. Ja. Ihr ist für alle Nerdfragen, außer vielleicht... Rangliste bei Amazon, das kann er nicht so gut. Ja. Aber Dino für Sport. Und was mir aufgefallen ist, wir trinken hier alle unalkoholische Sachen und sind deswegen schon im Vorteil. Und ich glaube, der Einzige, der uns heute schlagen kann, ist da vorne. Ja, und das wird wahrscheinlich auch so kommen. Ihr versucht es trotzdem, Team Heiden. So, dann also haben wir die Teams vorgestellt. Danke übrigens nochmal, weil diese ganzen Teamnamen sind Community-Einsendungen. Unter anderem von John D. Ray, Tomate 67, Harry Hagrids, Herzer 13, Milchmann und Rapunzel 84. Also danke nochmal für diese Einsendungen und eure Teamnamen. So, dann würde ich sagen, seid ihr alle bereit? Ja. Aber wir sind noch nicht bereit, Andreas. Sind wir noch nicht bereit? Wir sind leider noch nicht bereit. Nee. Fabian, hilf mir. Ja, es hat leider ein kleines Missverständnis gegeben und die Teams haben noch keine Ergebniszettel oder sagen wir mal Ausfüllzettel. Stimmt. Und die werden gerade oben noch gedruckt. Ja, ey. Das heißt, wir müssen jetzt noch circa 20 Minuten mit Smalltalk überbrücken. Ja, genau. Aber ich würde sagen, wir könnten eigentlich nochmal die Regeln wiederholen, oder? Vielleicht ja, sind die Regeln tatsächlich sehr simpel. Das kann ich nochmal sagen. Was genau passiert heute? Also, 30 Fragen haben wir vorbereitet. Das wird so passieren, dass ich ein Block, 10 Fragen, jetzt gehe ich nur für diesen Halbsatz rüber, komme aber wieder zurück in die Totale,
10 Fragen pro Block stelle, jeweils eine Minute Bedenkzeit habt ihr pro Frage. Dann drehe ich diese Sanduhr um. Die Minute läuft unerbittlich runter. Ihr könnt euch im Team beraten, was könnte die Lösung sein. Dann schreibt ihr die Lösung auf eure Antwortzettel, die in anderen Büros gerade gedruckt werden. Ganz wichtig, Unleserliches kann ich leider nicht bewerten. Es gibt die Möglichkeit, und das war beim letzten Mal eine kontroverse Sache, es gibt die Möglichkeit, sich mit sehr witzigen Antworten bei mir halbe Punkte zu verdienen. Das hat letztes Mal nicht geklappt. Wenn man es schafft, meinen speziellen Humor zu treffen. Danke, Jungs. Dann gibt es die Chance, da noch einen Kreativpunkt abzustauben. Ansonsten werden halbe Punkte nach Gutdünken verteilt. Und dann kommt auch ein bisschen Leben in diese Bude. Also, 3 Blöcke A, 10 Fragen. Dann kommen wir zurück. Sammeln die Bögen wieder ein. Fabian wird sich damit auseinandersetzen, wird eure Antworten gegenchecken. Und wir gehen die Fragen peu à peu durch. Ich werde hier die Punkte für euch geben. Etienne, ja. Kurze Frage, weil da gab es letztes Mal auch Missverständnisse. bei diesem Bonuspunkt. Ja. Ich weiß, es ist für die Kreativpunkt ist jetzt wahrscheinlich für anderen Tische gerade nicht so interessant, aber für uns gerade hier ist das wichtig zu wissen. Müssen wir erst die richtige Frage beantworten und dann am besten noch einen Gag hinterher, um den Bonuspunkt zu kriegen? Weil wenn du nur was Lustiges machst, kriegst du ja dann maximal auch nur einen Punkt. Wir wollen ja 1+. Ja, nein, man sollte schon auf den vollen Punkt gehen. Man sollte es nicht übertreiben mit seinem Humor. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Wenn man nichts weiß, dann sollte man in die Richtung gehen. Jan sagt, das sagt der Richtige. Gerne auch das Mikrofon benutzen. Lieber auf den einen Punkt gehen, als von mir zu erwarten, dass ich dann noch einen halben drauf gebe. Ne? Aber so in Klammern noch ein Gag kann hilfreich schwierig sein? Oder? Weil eigentlich natürlich mal die Regel war zu sagen, okay, mehrere Antworten, ne, da musste ich mir eine aussuchen, dann wird es schwierig. Das hatten wir letztes Mal auch bei der Heidenfrage, wo es dann auch hieß, Flair. Da dieses Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ein solider Joke, finde ich. Aber wenn ihr bei Sido hätte ich einen Punkt gegeben. Wenn ihr die Antwort wisst, dann die Antwort aufschreiben und nicht versuchen, zu witzig noch zusätzlich zu werden. So, außerdem natürlich die wichtigste Regel für Team Heiden, auch ganz entscheidend. Quizmaster hat im Zweifelsfall immer recht. Ne? Das ist, ich weiß nicht, wer sich diese Regeln überlegt hat, aber es steht halt hier so. Ne? Das Problem ist, das letzte Mal waren wir ja im Garten, da hatte ich noch relativ nah zum Gartentor und konnte flüchten. Hier bin ich jetzt doch ein bisschen eingekeilt, deswegen werde ich vielleicht ein bisschen harmonischer das Ganze angehen. So, wir müssen wahrscheinlich noch warten. Ja, wir müssen wahrscheinlich nur eine kleine Werbung machen, wenn das geht. Dann würde ich sagen, können wir das machen, liebe Regie, dass wir noch mal kurz unterbrechen, bis das passiert ist, was eigentlich hätte in einer normalen Generalprobe schon auffallen müssen, dass wir die Zettel nicht haben. Können wir das machen, lieber Robert? Ja. Genau. Super, dann gehen wir ganz kurz in die Werbung und dann sind wir hier wieder bei Rülps, das Kneipenquiz. Herzlich willkommen zurück beim Kneipenquizabend hier auf Rocket Beans TV, ihr Zuhause. Ja. Wir sind jetzt auch endlich vorbereitet und können anfangen. Ihr zu Hause könnt natürlich einfach mitmachen, was ihr braucht. Stift und Zettel. Und dann könnt ihr diese 30 Fragen über euch ergehen lassen und eure Lösungen aufschreiben und vergleichen, ob ihr besser seid als die Teams, die hier unten sitzen. Hashtag Rülps, Hashtag RBTV, wenn ihr interagieren wollt mit dieser Sendung. Und dann legen wir jetzt los mit dem ersten Block an Fragen. Seid ihr bereit? Yes! So! Frage Nummer... Achso, haben wir noch einen Bumper für Runde 1? Ja, oder haben wir den nicht? So nämlich. So, Frage 1. Wir kommen locker rein in den Arm. Ne? Mal ein bisschen auflockern die Nummer. Welcher Sportartikelhersteller hat sich nach einer griechischen Göttin benannt? Zeit läuft jetzt. Eine Minute. Bedenkzeit. Und das kann ich ja
So. Also ist was Lockeres, ne? Und die Teams denken natürlich auch an die Mikros, ne? Denkt dran, wenn ihr diskutiert, gerne die Mikros mal zum Mund führen. Also, Philia nach griechischen Göttern auch benannt, ne? Uranus. Wir haben den Hermes-Paketshop. Aber es gibt natürlich auch andere gute Paketshops, ne? Es gibt andere gute, aber ich. Aber nur einer ist bei dieser, nach dieser Göttin benannt. Nur einer tatsächlich. Karies auch nach Aries benannt, den Gott des Krieges. Ja, also, welcher sportartige Hersteller hat sich nach einer griechischen Göttin benannt? Frage 1. Ein paar Sekunden noch. So. So, Zeit abgelaufen. Frage Nummer 2, Jan Sautschek. Welches Geschwisterpaar war auf dem 1000-D-Mark-Schein zu sehen? Frage Nummer 2. Andreas. Die Uhr läuft, eine Minute Zeit. Berühmte Geschwisterpaare, man kann sagen, die Klitschkos sind es nicht. So viel geben wir die Klitschkos sind's den Leuten nicht an die Hand. Ja, und. Ja. Wir hören mal rein, was da an den Tischen diskutiert wird. Gerne den von Flo Harten, den Gehirnschmalztisch, da hören wir jetzt mal rein. Zusammengestellt. Dann ist das natürlich sehr legitim. Das haben wir gemacht, um auf einen Geldschein zu kommen. So. Ist damals schon Deutschland? Ja, ich würde sagen, auf Lullikek. Ja, das wird vertauscht. Also, berühmte Geschwisterpaare, man kennt. Wäre deine Schwester nicht entführt worden, dann wärt ihr auch vielleicht drauf, ne? Ja, das Lynch wäre auf jeden Fall auf den tschechischen Münzen wahrscheinlich zu sehen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Ansonsten ist es nicht so rar besiedelt, ne? So. Frage Nummer 3. Ihr habt dieses Mal die Möglichkeit, Multiple Choice zu machen. Ihr müsst Folgendes ordnen. Drittens, ordnen Sie diese drei Persönlichkeiten absteigend nach Ihren Twitter-Followern. A. Cristiano Ronaldo, B. Barack Obama, C. Donald Trump. Am einfachsten macht ihr es euch, indem ihr eine 1, 2 und eine 3 dahinter schreibt. Genau, als erstes derjenige mit den meisten und dann absteigend. Also, Cristiano Ronaldo, Barack Obama und Donald Trump. Und was denken denn so die Spaßkanonen? Nehmen die mal das Mikrofon in die Hand. Hannes, nimm dir mal das Mikrofon. Genau. Wir sind hier gerade demokratisch am Abstimmen, ob da vielleicht ein Witz drin versteckt ist. Und also. Was sagen wir? Gehen wir mit, Alvin? Was hast du? Okay. Ja, okay, Risiko. Das ist mein Problem. Ich verstehe den Witz, aber die Sachlage. A. Cristiano Ronaldo, B. Barack Obama, C. Donald Trump. Ordnen Sie diese drei Persönlichkeiten absteigend nach Ihren Twitter-Followern. Wenn es falsch ist, stirbt Alvin. Ja, irgendjemand muss immer. Ja, genau. Danke, liebe Regie. Heute in der Grafikabteilung als Frau. Haben wir für die nächste Frage egal, was alles vorbereitet? Ja, aber wir haben eh keinen Plan, aber gar nicht Todes schicken. Abgelaufen. Ach ja, ich liebe es, dass wir diese zwei Jobs vergessen, dass wir einfach nur die Uhr umdrehen müssen und Glocken. So, Frage Nummer 4. Für Frage Nummer 4 erhaltet ihr zusätzlich einen kleinen Zettel, den der Fabian jetzt gerade austeilt. Schaut euch das mal an. Also für Frage 4 habt ihr jetzt einen kleinen Zettel erhalten. Hat jedes Team diesen kleinen Zettel? Ja. Die Frage lautet, welche Farben haben die Buchstaben im Google-Logo? Ihr habt dazu Buntstifte und könnt nun die Lettern des Google-Logos ausmalen. Eine Minute Zeit. Zeit läuft willkürlich, weil ich es vorher umgedreht habe. Egal. Das verspielt sich. Also, das
ist natürlich was, was man im Zweifelsfall nochmal, am liebsten nochmal googeln würde, ne? Ja. Aber wir haben die Handys vorher eingesammelt. Da bin ich gespannt. Das ist tricky. Ist aber was, was man jeden Tag sieht. Und wir hören mal beim Team von Ede, ob die eine Ahnung haben. Und Timo, halte mal das Mikrofon, damit die Zuschauer teilhaben können. Da wird schon fleißig gemalt. Gut, malen ist natürlich nichts, was unbedingt über Audio funktioniert. Was ist denn es gibt noch ein paar Sekunden mehr. Ja. Es gibt noch ein paar Sekunden mehr. Ah, sehr schön. So. Also beeilt euch, die Zeit läuft. 10 Sekunden noch. So, also das Google-Logo. Jeden Tag sieht man das. In unterschiedlichsten Variationen. Oh, so. Bitte zum Ende kommen. Ja, Leute. Bitte, Leute. So. Ah, da wird noch lange überlegt. Frage 5, Leute. Einmal eure Aufmerksamkeit für Frage 5. Welche der folgenden Frauen wurde nach eigener Aussage nicht von Harvey Weinstein sexuell belästigt? A. Gwyneth Paltrow. B. Lindsay Lohan. C. Angelina Jolie. Welche Frau wurde nach einigen Angaben nicht belästigt? Relativ sicher, ja. Ja. Ein Thema, mit dem sich Etienne auch sehr viel auseinandergesetzt hat. Richtig gut machen wir das hier. Also, wer war in den letzten Wochen mal auf Bild online oder auf, natürlich bei den Kollegen von der New York Times online und hat sich dort das so lassen. Die Infos die aus erster Hand geholt? Ja, die haben es ja damals rausgebracht, enthüllt. Komm, das wird niemand hier richtig auf die Liste der männlichen Darsteller, die sich auch noch äuten. Also, die Antwortmöglichkeiten. A. Gwyneth Paltrow. B. Lindsay Lohan. C. Angelina Jolie. Welche Frau wurde nicht von Harvey Weinstein belästigt? Mhm, sehr gut. Extra Lob für Game 2 höre ich gerade, die das mit dem Mikrofon schnell verstanden haben. Aber die machen ja professionelles. Halt auch für die Professionellen. Ne? Fernsehleute, ne? So. Achtung, volle Konzentration, Frage 6. Nenne alle Harry Potter Bücher mit ihren jeweiligen Titeln in der chronologischen Reihenfolge. Also, es reichen natürlich die Untertitel, ihr müsst nicht jedes Mal schreiben Harry Potter und... Diese Harry Potter Bücher bitte in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind. Und da hören wir mal rein ins Team Super Neros, wenn ihr einmal das Mikrofon nehmt und uns teilhaben lasst. Ja, was ist los? Ja, die Zuschauer hören euch einfach ein bisschen zu beim Diskutieren. Ja, was ist los? Bin ich auch gut. Eine gute Nummer. So. Ja, wir sind ein bisschen... Wir haben alles getestet, ja. Wir sind ein bisschen lockerer, ja. Ist okay. Geben eine halbe Minute drauf. Ziehen dann aber einen halben Punkt wieder ab, ne? Ja, ist okay. Wir geben euch ein bisschen Zeit drauf. Alles gut. Ich meine, die hat man auch schnell runtergeschrieben, oder? Man muss ja auch nicht jedes Wort ausschreiben. Man muss halt ein Weihnachtsfest durchgehen. Bitte, Leute, oder? Ja. Chronologisch. Hast du alle gelesen? Ich habe alle gelesen, tatsächlich. Ich habe auch alle gelesen, ja. Und auch alle gesehen. Ja. Ja, wir hatten gesagt, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen, nur ein paar Orientierung. Sekunden habt ihr noch. So. Dafür greift er das Mic. Für Orientierung. Null. So. 6 Fragen, also nenne alle Harry Potter Bücher in der chronologischen Reihenfolge. Teams kommen langsam zum Ende, sehe ich. So, dann sind wir bereit für Frage 7.
Das freut die Leute, die häufiger mal zu Hause kochen. Welches traditionelle Gericht lässt sich mit folgenden Zutaten zubereiten? Zerstoßenes Brot, Butterschmalz, Kalb und Ei. Diese vier Zutaten. Kalb und Ei. Eine Minute läuft. Welches traditionelle Gericht lässt sich mit folgenden Zutaten zubereiten? Zerstoßenes Brot, Butterschmalz, Kalb und Ei. Minute läuft. Und vielleicht hören wir mal bei den Funkmariechen rein, was die sich so überlegen. Genau. Okay, absolut. Ich als Vegetarier sage eindeutig wieder. Ja, Harry Potter, das ist schon richtig. Ah. Ja, aber es läuft doch ganz gut bisher. Kommt gleich meine Lieblingsfrage. Ganz hervorragend. Ist das nicht im Bereich dieser der Doppelteile der Filme? Wir sind natürlich nur bei der Frage, um die es hier geht, weil wir ja für die so gar keine Zeit mehr haben. Machen also, ja nur die andere Zeit ist ja schon abgelaufen. Ist häufiger in der Küche. Eigentlich, wenn man aufs Team guckt, könnte es nur eine sein, tatsächlich. Aber wir wollen ja nicht in diesen alten Rollenbildern denken. So, die Zeit ist abgelaufen. Frage Nummer 8. Frage Nummer 8. Da bitte ich euch zunächst einmal, 7 Kästchen in einer Reihe zu malen. Die Kästchen müssen groß genug sein. Die sind schon da. Ach, die habt ihr schon. Na, perfekt. Also, jetzt können wir diese einmal mit der Kamera abgreifen, diese leeren Kästchen. 7 Kästchen. Dann können wir die Antworten sehen, ne? Nein, könnt ihr nicht. Nein, niemand sieht. Achso, ja, die anderen. Okay, also wir können uns 7 Kästchen vorstellen. Alles klar. In das erste Kästchen auf der linken Seite malt ihr bitte ein Y. In das ein normales großes Y. In das vierte Kästchen malt ihr bitte ein V. Das war schon die Frage, ja. Und ins letzte Kästchen malt ihr ein großes M. N oder N? M, wie Martha. Jetzt kommt die Frage. Achtens, ordnet die Konsonanten B, X, N und C richtig ein. Eine Minute läuft. Ordnet die Konsonanten B, X, N und C richtig ein. Hör ich schon? Ja, wir hören mal rein. Das könnte ganz spannend sein. Vielleicht kommen wir an das Team Heiden ran. Geht das, lieber Thomas? Genau, das Team Heiden, bitte mal das Mikrofon nehmen. Team Heiden? Ja. Genau, danke. Wir wissen es nicht. Das ist auch eine nicht. Sache, die man jeden Tag vor sich hat, ne? Was willst du von uns? Einfach mal die Zuschauer teilhaben lassen. Genau. Vielleicht ist es ein Wort falsch. Also, habe ich schon einige Sachen gehört. Aber das sind ja gar keine ist meine Vokale. Persönliche Lieblingsfrage. Für römische Zahlen gibt es doch nichts mit Y, oder? Hm? Und. Das ist auch eine Frage für die Zuschauer da draußen eigentlich. Sehr ne? interessant, ja. Wenn man das in, da bin ich gespannt. Wenn man das in Zahlen umrechnet. Was die Zuschauer so. B ist eine 2. Tippen. So. Eine Minute. Abgelaufen. War meine persönliche Lieblingsfrage. Aber kommen wir bei der Auflösung noch dazu. Neuntens. Welche dieser existierenden Parteien trat nicht bei der letzten Bundestagswahl an? Wieder Multiple Choice. A. Bündnis Grundeinkommen. B. Die Partei der Vernunft. C. Die Partei der Nichtwähler. Eine Minute läuft. Nur eine der drei Parteien ist nicht angetreten. Also, welche dieser existierenden Parteien trat nicht bei der letzten Bundestagswahl an? A. Bündnis Grundeinkommen. B. Partei der Vernunft. Oder C, die Partei der Nichtwähler.
Für dich wäre das ja dieses Jahr was Leichtes gewesen. Für mich war es das erste Mal, ich muss sagen, bisher habe ich jede Wahl gewonnen, bei der ich mitgewählt habe, für die, die es interessiert. Und habe ein bisschen Geschmack gefunden, muss ich sagen. Ja, an das macht ein bisschen angeteased, die Nummer. Es ist halt schon, also ich glaube, ich mache es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, ne? Man muss vielleicht auch, dass man so... Dass so Routine reinkommt. Ja, dass man so auch mal die ganzen Landtagswahlen mitnimmt, so, weißt du? Ja, ne, also auch mehrere halt. Ich will auch mal stärkste Kraft sein, so irgendwo, ne? Ja, ist schon eine Option. Also, A, Bündnis Grundeinkommen, B, Partei der Vernunft oder C, die Partei der Nichtwähler. Eine Partei hat nicht teilgenommen bei dieser Bundestagswahl. So. Kommen wir zur 10. Frage und damit zur letzten in diesem ersten Block. Frage Nummer 10. Welches von Albert Einstein prognostizierte Phänomen konnte dieses Jahr von den Physikern Weiss, Barish, Thorns nachgewiesen werden? Eine Minute Zeit, ich wiederhole die Frage. Welches von Albert Einstein prognostizierte Phänomen konnte von den Physikern Weiss, Barish und Thorns nachgewiesen werden, dieses Jahr ausgezeichnet mit dem Nobelpreis? Im Prinzip fragen wir, wer war in den letzten Monaten mal auf Spiegel Online? Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. Ja, Albert Einstein gibt es auch, muss man sagen, viele Gerüchte. Ne? Es gibt dieses Gerücht, dass er in Mathe nie durchgefallen ist. Ja, vier in Mathe. Kenne ich noch aus Schloss Einstein. Ja. Aus dem Song. Stimmt nicht. Es gibt dieses Gerücht, dass er eine riesige Zunge hätte. Er hatte keine Zunge, weiß man heute. Ja. Durch neue Forschungen. Also da tut sich ja ständig was auf dem Einstein-Markt. Ja. Also. Die Physiker Weiss, Barish und Thorns, was haben die nachgewiesen? 2015 haben sie das schon nachgewiesen. Jetzt wurden sie dafür ausgezeichnet, denn man braucht halt ein bisschen Zeit, ne, um das dann nachzuprüfen. Nicht so wie bei uns, wo alles 10 Sekunden recherchiert wird und dann sagt man, wird schon. Genau, und jetzt sammle ich auch direkt ein, würde ich sagen. So, der Fabian holt sich eure Blöcke, fängt bei den Funkmariechen an. Das waren nämlich die ersten. Ja, wir tauschen das beim nächsten Mal. Wo ist euer Google-Logo? Also, das waren die ersten 10 Fragen. Euer Google-Logo? Hier bei unserem Kneipenquiz. Verschiedene Rubriken. Wo ist euer Google? Wo ist das Google? So, da werden, oh, da gibt es schon erste Diskussionen beim Einsammeln. Der spannendste Teil eigentlich bei Röps. Oh ja. Die Google-Teile. Oh, Digga. So. Das. Ja, hab ich. Das war der erste Block. Die Teams werden sich noch, aber wir sammeln die Zettel ein und wir schauen uns ein paar Teaser an und dann sind wir hier zurück bei Röps mit der Auflösung des ersten Blocks. Bis gleich. Klick das mal kurz. Das Kneipenquiz. Herzlich willkommen zurück zu Röps, das Kneipenquiz hier auf Rocket Beans TV. Wir sind live, ihr könnt mit twittern. Wie haben euch die ersten 10 Fragen gefallen? Hashtag Röps, Hashtag RBTV. Und hier unsere Teams, die sind schon am Diskutieren, haben natürlich in der Pause versucht, einzelne Antworten hier schon auszutauschen mit den anderen Teams. Florentin. Ja. Kurze Frage an dich, greif dir das Mikrofon. Wie waren die ersten 10 Fragen? Wir haben, glaube ich, einen Fehler gemacht, wenn man Harry Potter nur Spaß an Worten gegeben hat. Das war lange. Oh. Aber wir haben sehr lange über Google diskutiert und haben jetzt festgestellt, dass wir so dermaßen komplett daneben lagen. Es ist aber auch schwer. Stimmt. Es ist wirklich schwer. Es ist schwer, man sieht es jeden Tag, aber man achtet natürlich nicht auf die Farbkonstellation. Und ich glaube, bei der Buchstaben-Konsonanten-Frage ist uns ein absolutes Wunder gelungen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Da kommen wir gleich dazu. Fangen wir an. Also, Auflösung. Ah, seid ihr bereit? Ja, natürlich. Frage 1. Da wollten wir wissen, welcher Sportartikelhersteller hat sich nach einer griechischen Göttin benannt? Die Funkmariechen. Was habt ihr gedacht, was bei Frage 1 gewünscht ist? Wir haben gedacht, Nike. Nike. Mhm. Oder Nike. Ede und seine Garde? Natürlich auch. Nike. Die Göttin des
des Krieges oder sowas oder der Zerstörung oder irgendwie sowas. Mhm. Gersten. Siegesgöttin, die Göttin des Sieges natürlich. Ja. Gerstenmalz und Hirnschmalz. Die Grafiker. Auch bei Nike. Und wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die das Logo maßstabsgetreu aufgezeichnet haben, noch zusätzlich. Etienne, ja. Paris gibt es eine Statue und viele fragen sich vielleicht, warum denn, wo ist der Zusammenhang zwischen Nike und Nike? Und das Nike, der Swoosh, ist nämlich der Flügel. Soll der Flügel der Göttin sein? Wow. Wollte ich nur ganz kurz. Buddy, die Super Neros, was habt ihr geantwortet? Klar, auch Nike. Und Team Heiden. Da haben wir eigentlich die Sportfrage. Das war die Sportfrage für diese Runde. Haben das, stimmt das, Fabian? Haben das stimmt alle, das haben alle Teams richtig. Das heißt, es gibt hier auf jeden Fall einen Punkt für alle Teams. So kommt man doch schön rein in den Abend. Die zweite Frage war schon etwas anspruchsvoller. Welches Geschwisterpaar war auf dem 1000 D-Mark-Schein zu sehen? Also so viele Geschwisterpaare gibt es ja nicht. Die Klitschkos noch zu früh. Team Heiden, was habt ihr vermutet? Wir haben die Gebrüder Grimm. Natürlich. Gebrüder Grimm. Die Funkmariechen. Wir sind auch bei den Gebrüdern Grimm. Stimmen zu. Ede. Ist doch ganz klar, die Gebrüder Grimm. Gerstenmalz Hirnschmalz. Ja, haben wir auch. Die Grafiker. Auf jeden Fall Grimm, ja, auf jeden Fall. Und Budi? Also im Louvre, da gibt es so eine Statue. Gebrüder Grimm. Die Gebrüder Grimm, ja, sonst, es gibt ja auch nicht haben viele. Haben die Grafiker auch Gebrüder Grimm gerade gesagt? Ja. Ach, wir sind uns sehr sicher, wir haben gerade noch drüber geredet. Aha, schau mal nach. Okay, aber warum lese ich dann hier die Scholz? Ja, weil du nicht lesen naja. Kannst. Dann muss ich das erste Versuch, mein Gott. Das sind natürlich Sophie und Mehmet, die Geschwister Scholz, aber das ist natürlich nicht geht ja vielleicht das, was auch gefragt mal wurde. Das heißt, es gibt keinen Punkt für die Spaßkanonen. Und die anderen haben es alle richtig, Fabian. Die anderen haben es alle richtig, ja. Also, ob das nochmal aufzuholen ist, man weiß es nicht. Scholl. Märchen, die haben nämlich sich gegen diese Nationalsozialisten haben die sich nämlich aufgelehnt. Ja, aber die anderen haben schöne Gedichte geschrieben. So, Frage 3. Ordnen Sie diese drei Persönlichkeiten absteigend nach Ihren Twitter-Followern. Wir haben euch Cristiano Ronaldo gegeben, Barack Obama und Donald Trump. Die Spaßkanonen, wie habt ihr diese drei Persönlichkeiten geordnet? Ja, ich glaube, also wir haben hier ein bisschen gerätselt und haben uns dann dafür entschieden, irgendwie in die Richtung zu gehen, dass es ein bisschen abstrus ist, aber ich glaube, also wir sind auf jeden Fall damit gegangen, dass Trumpy Nella irgendwie auf 1 ist und dachten dann, dass Bemizzle auf der 2 ist, aber dachten dann vielleicht, dass Ron Aldo auf 3 wäre und damit es witzig ist, haben wir Ron Aldo auf die 2 gesetzt. Ron Aldo auf die 2. Ja, also man muss natürlich sagen, von der Medienpräsenz Donald Trump natürlich überwältigend zurzeit, wobei ich glaube, Obama den erfolgreichsten Tweet aller Zeiten hatte, oder? Mit diesem, was war das, Mandela-Zitat oder ja, so? Genau. Ja, genau. Naja, ist natürlich auch easy, ne? Gut, aber was hat denn Ede und seine Garde, übrigens Etienne, der ja mit 156.000 Followern jemand ist, der sich ganz gut auskennt auf Twitter, obwohl ich in letzter Zeit muss ich sagen, weiß ich gar nicht, folge ich da Silke Schröckert irgendwie, diese ganzen Tweets über die Kinder, oder ist es noch der Etienne gerade, den ich eins mag? Also, Entschuldigung, dass mein Sohn sehr lustig ist. Ja, wir haben lange überlegt, erst dachten wir Obama Nummer 1, aber dann haben wir überlegt, Ronaldo followen halt auch irgendwie 10-jährige Kids oder so, und die anderen beiden sind Politiker, deshalb haben wir gedacht, Ronaldo auf 1. Mhm. Dann Obama und dann Trump. Aber ich glaube, also man hört so munkeln, dass das nicht richtig ist. Also, wir lösen mal auf. An dritter Stelle mit den wenigsten Followern ist tatsächlich Donald Trump. Circa 41 Millionen. An zweiter Stelle ist Cristiano Ronaldo
mit 61,7 Millionen Followern. Und die meisten Follower mit Abstand hat Barack Obama, 96 Millionen Follower. Tja, Fabian. Ja. Ich hoffe, du konntest durchblicken, wer hat das denn wirklich richtig? Wer hat von den Teams das Gefühl, wer hat es richtig gemacht? Wer hat es noch in Erinnerung? Irgendjemand? Die richtige Reihenfolge, also Obama vor Ronaldo vor Trump? Funkmariechen auch nicht? Nein. Stimmt das? Tatsächlich hat das... Ihr wusstet es auch nicht, Team Heiden. Und Budis Team. Schüttelt auch den Kopf. Also kein Team hatte das richtig. Nee. Ja, es ist halt tricky, ne? Ronaldo, also die Politiker kann man vielleicht noch einordnen, aber wie passt Ronaldo dazwischen? So, also kein Punkt für die Teams. Aber es war auch tricky. So. Jetzt aber. Frage Nummer 4. Wir wollten wissen, welche Farben haben die Buchstaben im Google-Logo? Schwierig, schwierig, aber natürlich ein Team-Effort. Das Logo sehen wir jeden Tag. Hannes, hattet ihr eine Ahnung? Ja, wir haben hier unser Bestes gegeben, aber irgendjemand hat ja sein Handy doch dabei gehabt eben und das Logo gezeigt. Und wir haben es, glaube ich, bis zur Hälfte richtig. Und ich glaube, blau, rot, gelb. Und dann haben wir grün genommen und ich glaube, es ist blau, rot, gelb, blau, grün, rot. War sich ein Team sicher? Wusste ein Team ja, das zumindest... Wahrscheinlich. Florian? Ja, das ist irgendwie komisch. Hey, hey, hey. Der hat die fucking Apple Watch die ganze Zeit. Da angehabt. Okay. Oh, Justin? Justin. Wir schauen mal. Also, wir schauen mal auf das Logo. Von wem ist das? Von Team Grafik. Oh, von den Grafikern. Also, es fängt mit einem grünen G an. Dann wird es blau, rot, gelb, grün, blau. Okay. Schauen wir mal. Gib mir mal das nächste. Die Funkmariechen. Funk fängt mit auch einem roten G an. Das sind nicht die Funkmariechen. Das dachte ich mir nämlich schon, als er die so gehabt hat. Wer ist das denn hier? Doch, das sind die. Ihr seid die mit den durchgedrückten. Sind wir auf keinen Fall. Ja, das kann ja jetzt jeder behaupten. Aber du hast die richtig? Hast du die richtig? Also hier steht Funk. Hier steht Funk rot. Ihr seid es wirklich nicht. Wer hat denn mit Rot, Gelb, Orange, Grün, Blau und Rot? Jetzt sind sie da keiner gewesen sein. Ihr seid mit Blau angefangen, ne? Ja, dann ist es. Das haben wir auf dem Zettel aber auch geschrieben. Ja, zum Fabian auch genau so gesagt. So, wir haben das extra. Ach Mann, Fabian. Wir werfen mal einen Blick, wenn die Grafik bereit ist, auf das richtige Logo. Können wir das einmal auf den Monitor werfen? So hätte es aussehen müssen. Blaues G, rotes O, gelbes O, blaues G, grünes L und rotes E. Das kriegt schon die richtige Stimmung. Du hast wahrscheinlich auch keine Ahnung, welches Google-Logo von wem. Das Ding ist, das ist... Erklär dich. Halber Punkt. Ja, das wird gleich noch das nächste Ding, ja. Das Ding ist, es ist völlig egal, weil es hat niemand richtig. Deswegen... Naja, gibt es ein Team, das zumindest die Hälfte richtig hat? Haben wir? Wir haben die Hälfte. Fabian? Haben wir ein blaues G? Ja, Max. Wir haben unseren Zettel nämlich hier abgegeben. Wir haben es auf den großen gemalt. Du musst einmal bei uns drauf gucken. Du müsstest eine wird schon passen. Hey, was habt ihr bei euch draufgeschrieben? Ich hab dir nichts draufgeschrieben. Was sagst du? Etienne und sein Team hat das auf das Ding drauf gemalt. Ja, in dem Team bin ich ja. Hallo, bitte? Ich bin das Team von Etienne. Können wir das Logo nochmal sehen? Ja, gut. Das ist leider auch falsch. Gibt es ein Team, das wenigstens drei Buchstaben richtig hat? Ja, Mann, wir. Ja, Ein Moment. Budi protestiert. Hat Budis Team drei Buchstaben richtig? Also, zeig doch mal unsere. In Erinnerung haben wir leider die letzten beiden vertauscht gehabt. So, zeig mal. Die haben eine Buchstaben vertauscht. Die letzten beiden sind vertauscht. Ja, aber mehr als drei richtig, oder was? Ja, klar. Ja, drei. Vier. Drei richtig. Da
Das ist auf jeden Fall schon mal ein halber Punkt. Das kann ich schon mal festhalten. So. So, der erste halbe Punkt. Haben wir noch einen zweiten? Ja, ich sehe es. Die Team Heiden haben genau dieselbe Lösung wie Budis Team. Hinten nochmal drauf, können wir es sehen? Naja, zeigen wir nochmal, Justin. Wie hinten, okay. Ja, bis auf Rot. Ja. Da ist also. Da sind doch drei. Alles durchgestrichen. Ja, aber wir gucken ja auch auf die Rückseite. Wir gucken auch auf die Rückseite. Was ist denn davon richtig? Das rote G ist schon mal falsch. Da ist gar nichts richtig. Die letzten vier sind alle richtig. Nein, das stimmt nicht. Das G ist grün und es hätte blau sein müssen. Das stimmt nicht. Das G bei euch ist grün, es müsste aber blau sein. Was? Echt? Ja. Das ist ja schade. Und das N ist blau, müsste aber grün sein, auch kein Punkt. Ach so, tut uns leid für die Verwirrung. So, gibt es noch ein Team, das behauptet, drei Zeichen richtig zu haben? Wir haben... Trant, ja. Nein. Ja, das haben wir das von Funk nochmal. Da sind drei. Nein, das L müsste grün sein. Ja, das L müsste grün sein. Eins, zwei. Ja, da sind drei Buchstaben richtig. Das ist richtig. Drei Buchstaben richtig. Halber Punkt. Halber Punkt. Ja. So. Nein. Nein. Es gibt nur halbe Punkte oder keine Punkte. Oder ein Punkt. So, noch jemand, der beansprucht, einen halben Punkt zu haben. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Ein tagesaktuelles Thema. Etienne Gade hat, glaube ich, vor, ein Buch darüber zu schreiben, so viel wie er sich damit beschäftigt. Welche der folgenden Frauen wurde nach eigener Aussage nicht von Harvey Weinstein oder Weinstein sexuell belästigt? A. Gwyneth Paltrow, B. Lindsay Lohan, C. Angelina Jolie. Und das Team um Flo Harten steht schon bereit für die Belästigungsfrage. Flo hat schon das Mikrofon. Die Frage war nicht, welche dieser Frauen hast du belästigt, sondern Harvey Weinstein. Ja, also für mich war es gut, dass es eine Multiple-Choice-Frage ist, sonst hätte ich keine Ahnung gehabt. Ja. Lindsay Lohan war es. Führst du worauf zurück? Kenne ich nicht persönlich. Mhm. Wer stimmt zu, wer hat etwas anderes? Ich stimme auch zu. Funk mal richtig auch. Superheroes, Grafiker auch. Haben das alle Teams richtig? Das haben tatsächlich alle Teams richtig, ja. Sogar die, da mitgespielt haben. Genau, man muss natürlich fragen, was war die letzte Blockbuster-Rolle, die Lindsay Lohan hatte natürlich. Harvey Weinstein hat auch seinen Stolz. Frage Nummer 5, für alle richtig beantwortet. So, Frage Nummer 6. Nenne alle Harry Potter Bücher mit ihren jeweiligen Titeln in der chronologischen Reihenfolge. Da schauen wir mal raus. Dieses Theaterstück musste nicht berücksichtigt werden, aber da bin ich gespannt. Da wird es wieder Diskussion geben. Team Heiden, Harry Potter Leser, Tobi Escher. Dann hauen wir raus. Stein der Weisen ist die Nummer 1. Kammer des Schreckens? Der Gefangene von Azkaban. Der Feuerkelch. Orden des Phönix. Bin Sie schon beim letzten? Nee, vorletzte. Der Halbblutprinz. Und die Heiligtümer des Todes. Das war die richtige Reihenfolge auf jeden Fall. Gab's da Teams, die das wussten? Haben Sie das auch richtig aufgeschrieben, das Team Heiden? Ja, das haben Sie tatsächlich auch richtig aufgeschrieben. Ja. Da ist rechtschreiblich alles in Ordnung bei diesen Teams? Ja, also bei Feuerkelch kann man vielleicht mal zeigen, also wenn das ein F sein soll, dann soll man mal bitte Stein der Steinigen mit den beiden. Zeig mal. Wir schauen mal kurz. Feuerkelch. Du willst doch schon mal nach Hause, oder? Der ist offensichtlich der Käferkelch. Orden des Phönix. Der Hobbitprinz. Die Unglückstümer des Todes. Naja, gut. Also,
auf jeden Fall richtig. Für das Team Heiden gibt's schon mal einen Punkt. Wer wusste das auch, Fabian? Lisa, ja. Wir hatten 6 von 7. Kriegen wir dafür einen halben Punkt? Ja, ne? 6 von 7, das ist kein Punkt. Okay. Oh. Das ist kein Punkt. Man muss sagen, bei 3 oder 4 hätte ich einen halben gegeben, aber das sind 6. Deswegen kann ich leider überhaupt keinen Punkt geben. Wer hat das noch? Jetzt kommst du hier mit dem Friends-Gruß, also bitte. Nein. Wer hat es noch richtig gehabt? Ja, also zum Beispiel das Team von Etienne. Etienne? Da sehe ich einen Punkt. Ihr habt es richtig. Guck mal, die sehen aber sehen selber nicht so aus, als hätten sie es richtig. Das kann nicht stimmen. Wir müssen auf jeden Fall dieses Format elektronisieren. Wir haben auch. Nein, das stimmt natürlich als nicht. Als erstes. Nein. Die Stein der Weisen, als zweites Kammer von Azkaban. Kammer von Azkaban, der Gefangene des Schreckens. Gefangene vom Halbblutsprinz. Da fehlt leider der Orden des Phönix. Aber sonst ist das nicht alles richtig. Aber naja, was heißt sonst? Also, ja, hier können wir nicht in die Einzelauswertung gehen. Das können wir leider nicht machen bei dieser Frage. Gibt's noch ein Team, was alle Bänder richtig geordnet hat? Ja, also. Die, was? Ja, also. Die Grafiker da hinten, da sehe ich eine. Korb war's! Erzähl mal, Benjamin, das ist alle gelesen. Film, den ich auf HD-DVD hatte. Tatsächlich wahr. Sehr gut, also Team 6 für die Spaßkanonen ein Punkt. Und alle anderen Teams? Also bei den Team Funkmariechen, da sind schon auf jeden Fall Defizite angezeigt. Was haben die denn für eine Reihenfolge? Da steht Stein der Weisen, Kammer des Schreckens, der Feuer. Sie haben es korrigiert, der Gefangene von Azkaban, der Feuerkelch. Ja. Ja, und dann wird einer ausgelassen, dann wird noch einer ausgelassen und dann kommt Heiligtümer des Todes. Scheiße. Also keine Punkte für die anderen Teams. So, Frage Nummer 7. Ja, wir haben noch die Super Neros. Wie? Die haben auch es nicht. Das hast du schon aufgeschrieben? Ja, ja. Ah. Keine weiteren Teams. Also, keine weiteren Punkte, meine ich. Siebtens, welches traditionelle Gericht lässt sich mit folgenden Zutaten zubereiten? Zerstoßenes Brot, Butterschmalz, Kalb und Ei. Ich frage mal die Funkmariechen, wer von euch steht in der Küche? Das ist natürlich das. Bonina greift das Mikrofon sehr gut. Ja, die einzige Frau hier. Ja. Nee, das ist natürlich das Schnitzel. Das Schnitzel. Das Wiener Schnitzel. Wichtig. Welches Team sieht das auch so? Einigkeit bei den Teams. Ja, und ich muss mal wieder leider eine Sache anmerken, und zwar die Grafiker. Bei denen steht halt leider nur das Schnitzel. Das reicht natürlich. Das reicht. Also, Punkte für alle. Das ist Krümelkackerei, ist das. Das ist Erbsenzähler. Alle kriegen Punkte. Frage Nummer 8. Meine Lieblingsfrage, muss ich jetzt schon sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ordnet die Konsonanten B, X, N, C richtig ein. Jetzt bin ich mal gespannt. Jeder hat einen Punkt bekommen. Jetzt mal ganz kurz. Jetzt bin ich mal gespannt, was dachtet ihr, was der Lösungsansatz ist? Team Heiden, ihr habt sehr diskutiert. Was dachtet ihr, was hier zu tun ist? Wir haben es als so ein, kennst du diese Zahlenrätsel, so 1, 2, 4, 8? Da haben wir es so gedacht, dass zum Y gehört das X, zum N gehört das N und dann müssen auch irgendwie B und C zusammen natürlich. Und die haben wir dann neben das V getan. Das ist die Logik dahinter. Das ist die Logik. Was gibt's da für eine Logik? Edo und seine Garde, was dachtet ihr, was ihr da vor euch habt? Wir dachten, das ist der neue Name von Money Boy und haben das auch so reingeschrieben. Ist richtig? Ich glaube, ein Team hatte eine Ahnung, worum es da ging. Ein Team, das offensichtlich ein bisschen aufmerksamer arbeitet vielleicht. Führt mal aus, was dachtet ihr? Ja, das kommt, wenn man jeden Tag am PC sitzt. Das ist die unterste Zeile an der Tastatur. Ah. Die unterste Zeile der Tastatur. Und vielleicht kann das der... Ja, kannst du das mal zeigen, Fabian, anhand deiner Tastatur? Anhand meiner Tastatur. Justin, kommst du mal? Justin schaut sich das mal an. Genau, also, es ging in der Tat um die unterste Zeile der Tastatur. Y, M
und V waren vorgegeben. Wir sehen hier X, C, B und N. Ihr seht es auch hinter euch am Monitor. Die unterste Zeile der Tastatur. Y, M und V vorgegeben. X, C, B und N. Ja, man sieht es. Aber wusstet ihr, worum es geht, Hannes? Oder habt ihr... gedacht, dass es so, ich weiß nicht, vielleicht kennen das einige, es war so ein Rätsel als Kind, wenn man so ein M malt und so, dass das, wenn man das spiegelt, dass das dann eine 1 ist und eine 2. Okay. Kennst du das noch? Ja. Ach so. Aber das war es natürlich nicht. Ja, ja, wir haben gedacht, ihr seid schlauer. Ich schätze mal, die Super Neros haben es richtig beantwortet. Leider nein. Die haben das B und das C vertauscht. Wir können es hier auch mal sehen. Justin? Oh, also das X ist richtig und das? Das X ist richtig und das N ist richtig. Aber das X und das N, das wäre theoretisch ein halber Punkt. Wir gucken mal, was die anderen Teams haben. Theoretisch! Praktisch gibt es es natürlich nicht. Ne? Hat es irgendein Team richtig? Naja. Es war tricky. Ja, also man könnte beim Team Heiden diskutieren. Wieso? Das Problem ist, hier stehen mal wieder zwei Lösungen auf dem Satz. Also, damit wir es mal sehen können. Hier unten ist die richtige Lösung. Hier oben werden die Zahlen aber nochmal genannt. Nee, das ist... Damit ihr es... Okay, das ist... Also, sorry, das ist natürlich das Diktierte. Damit ist das wirklich mit... Kein anderes Team. Alter! Die wollen es! Die wollen es! Der Zufall! Das erste, was ich gehört habe, war übrigens von euch, das sind irgendwelche römischen Ziffern. Ja? Das war zur Frage Nummer 9. Welche dieser existierenden Parteien trat nicht bei der letzten Bundestagswahl an? A. Bündnis Grundeinkommen, B. Die Partei der Vernunft oder C. Die Partei der Nichtwähler, der ich eigentlich noch bis zum letzten Mal angehörte? Eine Antwort war richtig. Was dachtet ihr? Welche Partei ist nicht angetreten? Flo Harden, hast das Mikrofon schon so. Was dachtest du? Haben die für den Schnitzel da scheiß Punkt gekriegt oder nicht? Ja. Dann nicht. Das erste Boykott des Abends. Findet Zustimmung von Team Heiden. Was habt ihr gedacht? Wusstet ihr, welche Partei? Also, ich war mir relativ sicher, dass ich mal ein Werbeplakat für die Partei der Vernunft gesehen habe. Mhm. Tobias Escher ist sich felsenfest sicher. Ich habe einen Freund, der in einer dieser Splitterparteien ist, wow. Und zwar Bündnis Grundeinkommen. Und wie das bei diesen Leuten ist, die in diesen Splitterparteien sind, die erzählen dir das sehr oft und sehr gründlich. Ja, wir hatten Chirag Shapira da, ja. Und damit bleibt nur noch übrig, als die einzige nicht zum Bundestag angetretene Partei, die Partei der Nichtwähler. Die Partei der Nichtwähler. Hat das noch ein anderes Team? Budi. Ja, also die Partei hat einfach alle anderen Parteien der Nichtwähler vollkommen zerstört, auf lange Hinsicht geplant. Ja. Dieses Jahr bei dieser Bundestagswahl haben sie dann auch wirklich ihr Ziel erreicht. Das war ihr Ziel, nicht in den Bundestag zu kommen, sondern einfach alle anderen Parteien der Nichtwähler komplett aus dem Mergel. Ja. Haben sie geschafft. Also die Partei der Nichtwähler ist nicht angetreten. In der Tat, das ist die richtige Antwort. Yes. Die Partei der Nichtwähler, übrigens bei der letzten Bundestagswahl noch angetreten. Ja. Dieses Mal sind sie etwas konsequenter gewesen in ihrem Parteiprogramm. Da haben sie dazu entschieden, nicht zu wählen. Wer wusste das von den Teams? Das wusste sonst noch Flo's Team da hinten. Gerstenmalz und Gerlin Schmeitz, ja. Und das war's da noch tatsächlich. Also die Super Neros haben es richtig. Ja. Die Grafiker nicht. Nein. Team Heiden hat mir gesagt. Und die Funkmariechen auch nicht gewusst. Auch nicht gewusst, nein. Rede uns alle gerade. So, Frage Nummer 10. Die letzte Frage dieses Blogs. Welches von Albert Einstein prognostizierte Phänomen konnte von den Physikern Wise, Barish und Thorns nachgewiesen werden? Also, wer war in den letzten Wochen mal auf Spiegel Online und hat die Nobelpreise verfolgt? Die Grafiker. Wusstet ihr, was die Gravitation! Sheesh! Gravitationswellen! Ja! Junge, das war ein... Okay. Das war ein kleines... Lars! Das war ein kleines... Lars, was habt ihr geantwortet? Oder Flo? Lars oder Flo, was habt ihr geantwortet? Wir haben die Gravitation.
Was, ja, Gravitationswellen. Mhm. Gravitation gibt's aber noch, Hannes. Nein, das ist halt gut. Oh, peinlich. Die Funkmariechen, hier wird's ein bisschen still hier vorne, Trant. Doch, wir hatten auch die Gravitationswellen. Ja, auch die Gravitationswellen. Irgendjemand, der das nicht hatte hier von den anwesenden Teams. Eddie, keine belesenen Leute dabei? Oder woran lag's? Wir haben eine andere Antwort. Was hat denn das Team Ede und seine Gabe? Ich glaube, es ist besser, wenn wir einfach... Wir müssen ja einfach nicht sagen, wir was wir haben, gerne oder? Wir hören, glaube ich. Also wir haben es... sagt einfach, gib uns nicht den Punkt. Wir wollen den Punkt nehmen. Okay. Der Punkt gibt's nicht. Wir nehmen den Punkt nicht an. Natürlich, ja. Ja. Antwort bitte? Okay. Ja, die sind natürlich auf die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft, haben die auch angeführt, und zwar die innere Uhr. Oh! Das ist aber... Ja... Ja. Da könnte man natürlich fragen, tickt ihr nicht mehr richtig, aber... Aha, wer hat hier gerade alles gelacht? Humorpunkt! Nein, de facto habe ich da auch neulich einen Beitrag gesehen, dass es jetzt möglich ist, diese innere Uhr näher zu bestimmen, wonach die sich orientiert und so weiter. Deswegen könnte ich da einen Interessenpunkt geben, gibt's aber natürlich nicht. Es war keine Gag-Antwort. Also, Punkte für alle Teams außer Ede. Also, alle Teams kriegen einen Punkt. Sehr schön, das waren die ersten 10 Fragen. So, zweiter Block. Wenig Zeit verlieren. Wir legen... Ach ja, stimmt, du hast natürlich recht. Dankeschön für die Erinnerung. Was hatten wir hier bei Frage 4? Hatten wir keinen... Oh, da habe ich die Punkte gar nicht verteilt, oder? Nee, da hatte keiner einen harten Punkt, oder? Was war Frage 4? Ja, mit... Ach so, das Google-Logo, ja, stimmt. Genau. Da gab es nichts weiter zu holen. So, wir gucken einmal auf den Zwischenstand. Team Heiden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 richtige Antworten. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 für die Funkmariechen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, 3, 6,5 Punkte für die Superheroes. Und 1, 2, 3, 4, 5 Punkte für die Grafiker, die Spaßkanonen. Also. Deutliche Führung für das All-Star-Team und wir machen direkt weiter mit Runde 2. Keine Werbung. Wir sind schon 3 Stunden hinter der Zeit. So, Block 2. Oh. Bitte. Die Sachen werden ausgeteilt. Ja. Genau. Bitte? Hier liegt eine Adibor-Fabian. Ja, klar. Mal. Hier habe ich noch einen. Hier, hier noch. So, vielleicht bräuchten wir noch ein paar Kugelschreiber für den nächsten Block. So, jetzt brauche ich eure absolute Aufmerksamkeit. Ihr habt alle eure Sachen. Frage Nummer 11. Ich diktiere sie euch. Oder habt ihr sie auf... Ach, das ist ja süß. In vielen Ländern in Europa wäre sowas nicht einfach zugänglich. In Deutschland dürfen wir sowas äußern. Vielleicht dafür mal einen Applaus für die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Und so. Die ersten Deutschlandrufe. Sehr gut. Also, die Aufgabe lautet, rechne aus. Und ich diktiere euch das. Bitte mitschreiben. 24 plus 42 minus 104 plus 35 plus 91 mal 2. Eine Minute läuft. Rechnet aus. Ich wiederhole noch einmal. 24 plus 42 minus 104 plus 35 plus 91 mal 2. Mathematik. Kopfrechnen, ne? Da hören wir mal rein in die Teams. Gibt ja die stillen Rechner und die lauten Rechner, ne? Also ich habe zum Beispiel einen sehr alten Prozessor, das ist eher ein lauter Rechner. Bei den Jungs bin ich mal gespannt.
Ist nicht easy, in so einer Runde das auch zu wissen. Und hast du auch immer, würdest du es dir untereinander aufschreiben oder würdest du es so in einer Reihe ausrechnen? Das mache ich noch in einer Reihe. Das machst du noch in einer Reihe. Also, gerne die Mikrofone nehmen. Wir hören das bei den Grafikern, wird es richtig gemacht. Flo Hartens Team, gerne das Mikrofon mitbenutzen. Marc am Mic. So. Geben noch ein paar Sekunden drauf, ne? Ein paar Sekunden habt ihr noch. Ich wiederhole nochmal. 24 plus 42 minus 104 plus 35 plus 91 mal 2. Also, wir machen weiter. Frage Nummer 12. Wie oft war Pamela Anderson im Playboy? Multiple Choice. Wie oft war Pamela Anderson im Playboy? A. 6-mal, B. 10-mal, C. 14-mal. Also, wie oft war Pamela Anderson im Playboy? 6-mal, 10-mal oder 14-mal? Tipp, so oft wie sie war keine im Playboy. Ja, mach einfach. Auf jeden Fall, du hattest mehr als die Anzahl, die da auf den... Hattest du von den Playboys zu Hause, würde ich sagen, oder? Ich habe tatsächlich nur einen Playboy mal geschenkt bekommen. Das war wirklich so ein Jahrescover. Die verkaufen sich auch am besten, muss man sagen. Die Einzelauflagen sind nicht so geil, aber wenn man für jeden Monat eine dabei hat, dann lohnt es sich, da auch mal reinzublättern. Ja, muss ich eher vielleicht auch rar machen. Vielleicht ein Tipp an die Playboy. Ja. Sich ein bisschen rar machen. Pamela Anderson gilt ja auch als die Kultblondine, ne? So, also übrigens auch die letzte Frau, die nackt war im Playboy, bevor man sich davon verabschiedet hat. Andreas hat gerade gesagt, sie waren häufig. 6-mal, 10-mal oder 14-mal, Pamela Anderson. Das machen wir nicht die höchste vielleicht, weil Andreas will es nicht irreführen. Andreas ist böse. 10 oder 6? Für die Leute, die gerade von Sat 1 überschreiten. Ich meine, so wenn die alle paar Jahre so oft. Und letzten Sekunden laufen. Apropos Glocken. Ich kenne keine einzige. Lass uns 6. Ich weiß nicht. 13, Frage Nummer 13. Jetzt müsst ihr zusammenarbeiten. Die Frage lautet, woher kommt die Redewendung, jemandem einen Laufpass geben? Mir reicht, wenn ihr wisst, aus welchem Bereich, aus welchem Milieu das kommt. Jemandem einen Laufpass geben, woher kommt das? Zeit läuft, ab jetzt. Tobi Escher denkt vielleicht in eine bestimmte Richtung bei dieser Frage. Laufpass erhalten, sagt man, ja, das ist, wenn man bei FIFA Dreieck drückt. Mhm. Ob das die richtige Lösung ist, man weiß es nicht genau. Flo Harten denkt dann auch nochmal an was anderes. Flo Harten kennt das natürlich nicht, weil er jemand ist, den man sich reinhält. Und da hören wir auch mal in das Team rein. Ja, schön an den Mund mit dem Mikro, Flo und Lars, sonst hören wir nichts. Sein Brief, sein Gesellenbrief bekommt. Alter Clemens, der kann es auch schnell wissen. Ich kann es auch einmal sagen, Laufpass habe ich bekommen. Auf diesen Dings gehen müssen. Wie heißt das denn nochmal? Also. Ja, dass sie so auf der. Aber. Ja, dann ja nicht endgültig. Frage Nummer 14. Frage Nummer 14. Wie teilen Bienen ihren Artgenossen mit, wo sich das nächste Futter verbirgt? Wie teilen Bienen ihren Artgenossen mit, wo sich das nächste Futter verbirgt? Vielleicht auch eine Chance für eine Kreativantwort. Eine Minute läuft ab jetzt. Also. Wie teilen Bienen ihren Artgenossen mit, wo sich das nächste Futter verbirgt? Geht's um die Flügel? Der Soundcheck hat auch eine Ahnung. Frage 14, wir hören mal rein bei Team Heiden. Ja. Andreas? Geruch, oder? Machen Geruch. Auf jeden Fall Geruch. Also ich habe mal gehört, dass es Geruch ist, aber ich bin mir nicht sicher. Geruch? Sagen wir Geruch? Okay, machen wir Geruch. Ich weiß es nicht. Wie teilen Bienen ihren Artgenossen mit, wo sich das nächste Futter verbirgt? Was machen die?
Zeigen die das auf der Karte? Ist das vielleicht die Lösung? Man weiß es nicht. Oder Standort schicken. Ich bin bei WhatsApp. Ich bin groß. Es wird jetzt sich immer amüsiert, dass ich mega Angst vor Wespen habe, aber es ist keine unbegründete Angst. Aber ich habe auch gelesen, übrigens ganz interessant, 75% der Insekten ich muss kurz sind weg. Leute. Ja. Ja, also, das war Frage Nummer 14. Wir kommen zu Frage Nummer 15. Also, die Cineasten unter euch oder die Leser unter euch. 15. In welcher Stadt treibt Pennywise aus Stephen Kings S sein Unwesen? Eine Minute läuft. In welcher Stadt treibt Pennywise, der Horrorclown, aus Stephen Kings S sein Unwesen? Wie verdammt nochmal heißt diese Stadt? Genau das dachte ich 5 Minuten, nachdem ich aus dem Kino war, wirklich. Aber guter Film. Ich hab viel gelacht. Ich habe leider noch nicht gesehen. Ist zu krass für mich. Nee, ist nicht so gruselig. Ist gar nicht so gruselig? Ist gar nicht so gruselig. Viel, also es ist ein gruseliger Anblick und man hat sehr viele Deine Mutter-Witze. Ist im Prinzip, als guckt man in die Grafik rein quasi am Nachmittag. Ne? Ich war auch die ganze Zeit, was kann ich ihn jetzt bringen? Oder? Kann ich ihn bringen. Budi rätselt. Wir hören mal rein. Schreib erstmal auf. Nee, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Das ist nicht Charleston. Da bin ich übrigens auch auf die Schreibweisen pass gespannt. Auf, pass auf, was ist denn so Standard? Das ist irgendwas mit Will. Irgendwas mit Will. Und da habe ich ein bisschen Angst vor den Kreativantworten, muss ich sagen. Ja, der Chat ist auch schon mit Garmisch-Partenkirchen auch. Guter Tipp, kommt aus dem Chat. Ja. Frage Nummer 15 war das. Übrigens, der Chat kann natürlich auch mitmachen. Zusätzlich habt ihr noch Hashtag RBTV, Hashtag Rülps für eure Antworten. Frage Nummer 16. Und da brauche ich den Justin hier mal ganz kurz. Denn die Frage ist einfach, was ist das? Können wir das einmal sehen? Ja, ich gebe es gleich rum. Was ist das? Ist das die Frage? So, jetzt gebe ich einmal rum. Ich fange mal hinten an, einmal kurz. Braucht ihr es? Wollt ihr es mal sehen? Ihr wisst Bescheid. Wollt ihr es mal anfassen? Ihr wisst Bescheid. Ich wollte auch sagen, irgendwas. Wollt ihr es mal ein bisschen anfassen, oder? Team Budi, ihr habt eine Ahnung. So. Bin ich doch noch losgeworden beim vierten Team, ne? Soweit ist es schon, die Leute wollen es nicht mehr anfassen, wenn ich ihnen was gebe. Ist nicht so einfach, ja, ja. Ich muss sagen, wie ich... Ich hätte es nicht gewusst, muss ich sagen. Hätte es nicht gewusst. Sieht erstmal aus wie irgendwie so eine... Oh, guck mal, was macht Gunnar denn da? Eieiei. Genau, das kannst du einfach rausdrucken, meinst du? Was ist das? Hinweis, kommt ursprünglich aus Asien, ja? Ist verloren gegangen. Nein, es geht nicht um Überstunden. Das muss man sagen. Es ist keine Überstunden, die wir da rumgegeben haben. So, dann nehmen wir das doch mal wieder einmal zurück. Dankeschön. Mal für den Chat und für die Zuschauer zu Hause. Was ist das? Ein überforderter Moderator, aber da in meiner Hand. Was ist das? Dreckige Fingernägel? Ja, granted. So. Frage Nummer 17. Die Nationalflagge welchen Landes ist als einzige der Welt nicht rechteckig? Eine Minute läuft. Hinweis von mir. Ein Höhenzug ist auf der Flagge zu sehen, der für das Land sehr charakteristisch ist. Also, Hinweis, es gibt einen Höhenzug in diesem Land, der sehr charakteristisch ist für dieses Land. Also, Nationalflagge, welches Land ist als einzige der Welt nicht rechteckig? Das könnte irreführend sein. Und ganz wichtig, das gebe ich den Zuschauern mal zu Hause an die Hand, jedes Quadrat ist ein Rechteck.
war, glaube ich, nicht mehr zu hören, aber jedes Quadrat ist ein Rechteck. Das könnte für die Auflösung so noch drei, ganz so interessant sein. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich weiß nicht, es sind so drei, drei, ich weiß nicht genau, was es ist. Ist es Nepal? Oder? Ist Nepal ein Tibet oder Tibet? So, jedes Quadrat ist ein Rechteck. Ist das unseren Teams bewusst? Und zwar, also mir war es das schon, dir nicht zum Beispiel. Nee, aber ich habe ja auch generell nicht so eine hohe Bildung. Das weiß ich, deswegen lässt du mich hier gut aussehen an diesem Abend. Ne? Genau, einfach das kann nicht, ich auch ganz gut. Einfach mal nicht zu erkennen, dass die Buchstaben einfach notiert waren. Wir hören die Glocke hoffentlich. So, Frage Nummer 17 liegt hinter uns. Frage Nummer 18. Tarantino ist ein berühmter Filmemacher. Das ist noch nicht die Frage. Tarantinto hingegen ist ein berühmter... Eine Minute läuft. Tarantino ist ein berühmter Filmemacher. Tarantinto ist ein berühmter... Ja. T-A-R-A-N-T-I-N-O. Frage Nummer 18. Tarantino ist ein berühmter Filmemacher. Tarantinto ist ein berühmter. Aus der Robert Mitosch Schmiede, diese Frage, muss man sagen. Mit sehr, ja, jemand, der sehr weit gereist ist und ein bisschen abgeschwächt. Mit Tarantino, da sagt man, das kennt man, da sind die blutigen Filme. Wenn man in Girl ins Kino geht, ja. Jemand, der übrigens auch ein enger Freund von Harvey Weinstein. Ja, aber nicht von ihm angefasst wurde. Und jetzt, glaube ich, gesagt hat, dass er mehr hätte sagen können. Es ist ein berühmter Spinnenwein. Nein, nicht definiert. Tarantinto ist ein berühmter. Paranoid, ey. Ich weiß ja nicht, wo die Kamera ist. Frage Nummer 18. Wir sehen bei Gehirnschmalz und Gerstenmalz. Das war Lars Zunge, die kenne ich nur zu gut. Frage Nummer 19. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Da hat der Chat vielleicht einen kleinen Vorteil bei dieser Frage. Nummer 19. Wofür steht das Kürzel? Kleines T, kleines L, Semikolon, D, R im Internetsprachgebrauch. Eine Minute läuft. Wofür steht das Kürzel? Kleines T, kleines L, Semikolon, D und R. Also kleines T, kleines L, Semikolon, kleines D, kleines R. Ihr seht es auch nochmal hinten. Wofür steht das Internetkürzel? T, L, Semikolon, D, R. Also. Wer häufiger mal am Forum oder Reddit unterwegs ist, der hat das wahrscheinlich schon mal gelesen. Oder auch nicht. Verstehst du? Das ist eine gute Nummer. Das war eine gute Nummer. Lilly Kick. So, was kommt da noch? Da gibt's den ganzen Tag. Was geht? Was gibt's denn so ein? Also. Nix gibt's eindeutig. Ein Gips. Da macht Gips. Das Kürzel. Ja, wo gibt's denn? Das gibt's schon. Semikolon D. Wofür steht das? Gips. Übrigens seit 2013 im Oxford Dictionary. Ja. Hatte ich mir rausgesucht hier. Hast du dir selber rausgesucht? Andere Kürze sind LOL, LUL, LEL, KECK, AFK, BG, für GG, bis gleich. GG. Aber der Tanzer ist so. Der heißt einfach und wir kommen zur letzten Frage. Frage Nummer 20. Der deutsche Trailer zu Wolfenstein 2 ist erschienen. Welches Wort ersetzt kurioserweise den Schlachtruf aus dem Dritten Reich? Den wir alle noch kennen vom letzten Aufmarsch. Also ich wiederhole die Frage nochmal. Der deutsche Trailer zu Wolfenstein 2 ist erschienen. Welches Wort ersetzt kurioserweise den Schlachtruf aus dem Dritten Reich? Der Schlachtruf lautet natürlich Sieg Heil. Wie wird das ersetzt? Freuen sich die Gaming-Redakteure? Also, das ist ja immer ein Problem mit Zensur. Die Zeit läuft. Übrigens habe ich hier so Facts wie Wolfenstein 3D geht als Vorreiter der Ego-Shooter-Perspektive. Das ist natürlich Quatsch. Wir wollen mehr über die Nazis hören. Was passiert da hinten bei den ehemaligen Plörrepäpsten?
So, deutscher Trailer zu Wolfenstein 2 ist erschienen. Welches Wort ersetzt kurioserweise den ikonischen Schlachtruf, möchte man fast sagen. Aber das ist zu positiv konnotiert, deswegen den verachtenswürdigen Schlachtruf. Geil. Du sagst es extra leise, ne? So, das war Frage Nummer 20. Und das war der zweite Block hier bei Rülps. Fabian sammelt ein, die Blätter ist unerbittlich, geht dieses Mal andersrum, damit es fair bleibt. Und wir sehen uns hier gleich wieder bei Rülps, das Kneipenquiz. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Herzlich willkommen zurück zum Kneipenquiz hier auf Rocket Beans TV an diesem lauschigen Freitagabend, wo sich 6 Teams versammelt haben hier unten, um sich den 30 Fragen zu stellen. Bisher teils erfolgreich waren. Wir haben die zweite Runde hinter uns, die Fragen 11 bis 20. Und ich gebe mal... Ja, eine Frage an Ede und seine Garde. Wie fühlt sich das an? Was habt ihr für ein Gefühl? Was war das für eine Runde für euch? Also, gemischte, ja, aber Budi hat, gemischte einen Gefühle. Grund, heute ranzugehen. Ja. Es ist ja tatsächlich, hat sich das gerade wegen dieser Rechenaufgabe wie früher bei den Mathe-Klausuren angefühlt, wenn man rausgeht und sagt, habt ihr auch alle ja. X raus und du bist ja. richtig stolz. Jeder sagt aber... unisono eine andere Antwort. Das ist leider bei uns gerade passiert. Und da ich verantwortlich war für die Rechnung, tut mir das sehr leid für mein Team. Ja, dann frage ich dich doch gleich mal. Dann steigen wir ein in die Auflösung des zweiten Blocks. Frage 11 hieß nämlich, rechne aus 24 plus 42 minus 104 plus 35 plus 91. Und dann kam noch mal 2. Ja. Jetzt frage ich in die Runde und gucke in angespannte Gesichter. Florentin, was hat euer Team, Team Heiden? Wir haben uns natürlich ganz strikt an Punkt vor Strich gehalten, haben ja. alles zusammen addiert und am Ende dann die große Zahl subtrahiert. Und es kam raus bei 179. Eddie, was habt ihr? Ihr habt schon applaudiert bei Funk. Eddie, was habt ihr? Wir haben 180. 180. Wir haben aber schon da ist der den Bonus schon mit eingerechnet. Haben wir noch ja. mit reingenommen. Mhm. Christoph, rechnen war deine Stärke oder wie sah es heute aus? Heute hat Gott sei Dank Markus für mich gerechnet und deswegen sind wir auch auf 179 gekommen. 179. Pff, ist mir scheißegal. Wie viele Teams haben das denn richtig? 179, Fabian. Denn ja. es ist in der Tat das richtige Ergebnis. What the fuck, Alter? Was ist los, Mann? Abgeklatscht, die Grafiker ein bisschen verhalten, Ben. Buchhaltung hat's falsch. Buchhaltung hat's falsch. Ich sitze und rechne im Kopf und die fangen ja an zu malen, Buchhaltung und so ein Scheiß. Ja. Ja. Ja, weniger Bücher halten, mehr rechnen, muss man aber natürlich sagen. Welche Teams haben es richtig? Es haben alle Teams richtig, außer Edes Team und die Super Neuros, Budis Team. Genau, deswegen also. Team Heiden hat es richtig. Ja. Die Spaßkanonen haben es richtig. Ja. Die Funkmariechen haben es richtig. Ja. Und Gerstenmalz und Hirnschmalz da hinten auch. Nee, die nicht. Also, oh. Wie dünn heute ich alle sind. So eine kurze Zündschnur da. Team 1. Frage Nummer 12. Wie oft war Pamela Anderson im Playboy? Hatten wir euch gefragt. 3 Antwortmöglichkeiten. 6, 10 oder 14 Mal. Team Heiden. Tobi, wie viel, oder Florentin, wie viele Playboys habt ihr zu Hause zusammen? Leider zu wenige, aber wir haben versucht, psychologisch an die Sache ranzugehen, weil du, Andreas, hast gesagt, es war ja das Model mit den häufigsten Auftritten und wir dachten, du wolltest uns da in die Irre führen. Wir haben deswegen mit umgekehrter Psychologie die niedrigste Antwort mit 6 Auftritten gesagt. Der Typ, man muss fairerweise sagen, der Typ kennt mich natürlich ziemlich gut. Wir hören mal noch rein. Aber was ich muss ganz klar sagen,
Ich muss, du sagst, ihr habt 6 gesagt. Wir haben 10 mit 6 gesagt, ja. Ihr habt aber nicht 6 angekreuzt. Was? Sondern? Sondern ihr habt C angekreuzt. C war doch 6. 14, 10, 6. Nein. 6, 10, 14. Oh nee, komm, ey. 14. Wir hören mal Team Lars. Lars. Wie viele Playboys hast du zu Hause? Alle. Tatsächlich, und ja. Konntest daher folgerichtig was sagen? Naja, wir haben die meisten genommen, ne? Ja, wir haben meisten 14, ja. 14? Ja. Wir haben aber auch den Tipp nicht gehört. Wir haben 6 genommen. 6, ihr habt die wenigsten. Wir haben es auch logisch aufgezogen tatsächlich, ohne dich zu hinterfragen, sondern Playboy ist ja ein Qualitätsmagazin und die haben auch Werte, die sie vertreten. Ja. Und da geht es ja um die Gleichberechtigung der Frauen. Und Pamela Anderson war schon eine Ausnahmefigur, ja. Aber selbst der Playboy bringt nicht 7-mal die gleiche Frau. Wir haben natürlich auch hinterfragt, sind damit auch irgendwelche Schlagzeilen drin, ja, oder sowas. Aber da wären wir ungefähr bei 3.477, genau, Beiträgen und deswegen 6. Ja, das ist eine Argumentation von Budi, die nicht zutrifft, denn es sind 14 Kinder. Ja! Mal im Kabat. Die letzte Nackte im Playboy. Yes! 14 Mal, also einen Fehler gemacht, aber trotzdem richtig. Umgekehrte Psychologie. Du hattest mich. Ja. Wow. Alter, bist du bescheuert. 14 Mal in der Tat auf dem Cover, 13 Mal alleine, einmal als Gruppenshooting. Man muss sagen, 14 Mal die Glocken rausgeholt und keine Hauptrolle von Harvey Weinstein bekommen. Weiß ich nicht, ob es das wert war. Aber wer hatte das richtig? Das hatten richtig. Team Heiden hatte das richtig. Ja. Yeah. Ede hatte das richtig, seine Garde. Die, yeah, Funkmariechen. Ja. Yeah. Und Gerstenmalz, Hirnschmalz auch. Ja, und was ist... Die Superheroes hatten es offensichtlich nicht. Und die Spaßkanonen hatten es leider nicht, auch, ne, leider falsch. Also. Ja. Nee, wir haben natürlich auch null hinterfragt, was sinnvoll wäre, sondern nur gedacht, was ihr so als progressive Show-Leute denken würdet. Und da nie zu niedrig ist, dachten wir zu niedrig. Aber ist es leider nicht. Ja. Dann gehen wir weiter. Folge 13, sage ich schon. Frage 13. Woher kommt die Redewendung jemandem einen Laufpass geben ursprünglich? Team Heiden schüttelt den Kopf. Florentin. Ja, ich hab's ein bisschen herzuleiten. Lauf ist ja, nennt man ja die Beine von Hasen. Und wir dachten so, da relativ viele Sprichwörter aus dem Bereich der Jagd kommen, durch die Lappen gehen, der Nase nach kommt von Jagd. Deswegen haben wir einfach gesagt, Jagd. Mal gucken, ob's passt oder nicht. Wir wissen es nicht genau. Mhm, die Läufe von Hasen haben wir gehört. Ede und seine Garde ist schon etwas eingefallen als Team. Gern auch mal die anderen, Timo. Was, mal die Hunter zumindest gespielt oder irgendeine Erfahrung? Wir waren erst beim Militär und dann waren wir aber schnell bei irgendwelchen Botengängen. Was? Botengangs? Botengänge. Botengänge, ach so. Ja. Hermes und so, ne? Ja, okay. So, die Funkmariechen, irgendeine Ahnung gehabt, aus welchem Metier das kommt? Wir waren erst im Bereich der Laufhäuser unterwegs, haben gedacht, dass es vielleicht irgendwelche Genehmigungen oder sowas sein könnten für leichte Damen, aber dann sind wir auch ins Militär rüber. Keine Ahnung. Jetzt würde mich noch die Meinung vom Team um Florian Harten interessieren. Gab es da jemanden, der eine Ahnung hatte? Also alle außer mir waren auch schnell bei den Laufhäusern. Aber natürlich, dann haben wir umgeschwenkt auf... Auf Handwerker haben wir umgeschwenkt dann. Handwerk. Okay, genau, weil Handwerker ja, wenn sie ihre Ausbildung durchhaben, müssen ja durch die Welt reisen und so. Ah, und dann, ja, kriegen sie den Laufpass. Dieses Gesellenjahr quasi. Zimmerer, ganz genau. Und Team Budi, was hattet ihr? Ja, wir sind beim Mittelalter gelandet. Einfach der Tatsache geschuldet, dass die meisten Sprichwörter aus dem Mittelalter kommen. Und deswegen haben wir überlegt, dass Laufpass die quasi die Genehmigung ist, zu reisen. Oh, das ist ja was, was also meine Eltern erst in den 90er Jahren erhalten haben, aber laut Carina schon im Mittelalter gang und gäbe war. In der Tat hätte Timo bei seiner ersten Intuition bleiben können, denn wir begeben uns in den Bereich des Militärs. Yeah! Ja.
Aber unsere Antwort interessiert ja keinen. Also der Laufpass. Hast du die Lösung tatsächlich zufällig da? Ja, also genau, die Funkmariechen und die Spaßkanonen haben es richtig gehabt. Ja. Und genau, wenn jemand aus dem Bund... Genau. Fabian erklärt uns, was der Laufpass ist. Genau, wenn einer aus dem Militär ehrenhaft entlassen wird, dann gab man ihm auch früher den Laufpass. Mhm. Ja. So, das hatte wer richtig? Da, die Spaßkanonen hinten rund um Hannes. Ihr habt es wirklich gewusst, ja? Ja. Kann man schon mal einen Haken machen, ja? Jawohl, mein Freund. Team Heiden, keine Ahnung gehabt. Nee. Mhm. Weiter? Funkmariechen auch nicht? Doch, die hatten's. Ach ja, stimmt. Und die anderen hatten leider alle keine Ahnung. Okay. So. Ja, wir kommen langsam voran. Frage Nummer 14 ist das. Ja. Wie teilen Bienen ihren Artgenossen mit, wo sich das nächste Futter verbirgt? Da habe ich ein bisschen Angst vor den Kreativantworten tatsächlich. und wir fragen mal hinten Lars. Was dachtest du denn, wie Bienen kommunizieren? Ich hatte keine Ahnung, deswegen gebe ich das Mike an Wirt. Die Biene shakt ihr Booty. Die tanzt. Die Biene shakt ihren Booty. Sagen das auch die Spaßkanonen, Ben? Ich glaube schon, ich kam ja gerade vom Klo wieder und die meinten nur, ja, Bienen. Also, im Endeffekt, die Antwort ist Tanzen, du hast nach der Frage gefragt und die Frage war Bienen. Ja, genau, aber ihr habt nur gesagt Bienen, das wissen wir auf jeden Fall, weil Bienen ist unser Thema. Wer hatte noch etwas anderes? Wer dachte in eine ganz andere Richtung? Gibt es da noch irgendwelche kreativen Sachen oder hat jemand gesagt, wir wissen sich, aber jetzt... Sie antworten. Oh, das ist immer schon eine gute Prämisse tatsächlich. Ja, sie denken, dass sie sich im Bereich des Internets vorwagen. Via Buzzfeed würden sie miteinander kommunizieren. Oh, das ist tatsächlich, ja, da sind wir auf der Wortspielecke. Erstmal gucken wir in die Lösung. Ihr seht es dort auf dem Monitor, wie Bienen kommunizieren in dieser Form. Und dann schauen wir auf die Lösung. She begins her dance using a code of movements that tell her fellow workers where her discovery lies. Danke, das reicht uns schon. Tatsächlich ist es das rhythmische Bewegen des Körpers, das man auch im Volksmund als Tanzen bezeichnen kann. So, wer hatte das erstmal richtig? Wer hat es wirklich richtig? Ja, es haben tatsächlich alle richtig, außer, jetzt kann man gleich nochmal richtig streiten, außer Edo. Das haben wirklich alle gewusst? Ja, ja. Super. Stark. Wieso heißt das Team eigentlich unser Team mit meinem Namen? Immer wenn wir jetzt versagen, ist das Erste, was ihr sagt, außer Edo. Ja, aber tun wir nicht. Also, wir haben nur eine Kreativantwort. Buzzfeed. Ihr kennt mich, da gebe ich natürlich einen halben Punkt. Das ist eine gute Nummer. Das muss man einmal umgehen. Also, hier kann man schon mal einen halben Punkt für geben. Das ist kreativ. So, Technik, das kann man machen. Und da kann man schon mal... Da kann man schon mal einen 3,5-Minuten-Sketch drum schreiben, wahrscheinlich um die Nummer, ne? Sehen wir demnächst. Also, Frage Nummer 15. In welcher Stadt treibt Pennywise aus Stephen Kings S sein Unwesen? Und da greift sich Dima das Mikrofon. Es handelt sich um die Stadt Derry im Bundesstaat Maine, weil... USA, genau. Da passiert praktisch jedes zweite Stephen King-Buch und da würde man, glaube ich, ungern wohnen. Ach so. Danke, vielen Dank. Die berühmten Nicht-J-Rufe für den D-Train. Tatsächlich handelt es sich um die Stadt Derry im Bundesstaat Maine. Wer wusste das auch? Das wussten. Wer hatte das von euch aus? Wer denkt, das ist richtig? Das hatten zum Beispiel die Funkmariechen namens. Funkmariechen namens, richtig. Okay. Ja. Ja, genau, die Spaßkanonen hatten es. Ja, das hatten Spaßkanonen, richtig. Das Team um Timo Bornheim. Ede hat es richtig. Ja, genau. Und. Doch, richtig geschrieben, aha. Und jetzt zum Beispiel haben wir von Lars und Konsorten eine Antwort, die
Die haben leider nur den Bundesstaat genannt und nicht die Stadt. Hallo, die Namen waren ja dran. Was hat denn Team Heiden? Wusste es nicht? Team Heiden. Team Heiden hat gesagt, es findet im Zirkus Roncalli statt. Die ersten Minuspunkte Rufe des Abends. Hat er so gelacht. Ja, das ist eher... Er hat auch Rülps gut gefunden. Also das ist vielleicht nicht das richtige Kaliber. Aber Zirkus Roncalli, nein. Den Zirkus haben wir nicht aufgeschrieben. Ja, ihr habt Roncalli. Dann haben wir noch die Frage beim Team Gehirnschmalz und Gerstenmalz. Ja, da haben wir, wie gesagt, da haben den wir... Den Bundesstaat Maine. Den nur den Bundesstaat Maine. Es ist der Bundesstaat. Ich kann auch nicht sagen, welcher Stadt in Deutschland, dann schreibe ich Sachsen-Anhalt. Flo, Mikrofon. Beschwer dich, laut. So, was haben denn die... Nein, das ist doch Quatsch, Andreas. Wir haben... Okay, Andrea möchte, dass ich nicht so schreie. Wir haben den Bundesstaat. So, damit sind wir schon doch die Hälfte dran an dem richtigen Ergebnis, oder nicht? Und schon mal 1000% näher dran als fucking BuzzFeed an wie kommunizieren Bienen. Ja. Der Unterschied ist natürlich, eure war eine faktische Antwort, das war eine Kreativantwort. Und wenn ich natürlich frage, in welcher Stadt in Deutschland steht irgendwie der Zwinger, dann reicht es auch nicht, wenn ich Sachsen sage. So, ne? Na gut, aber bei Google hat es dann irgendwie auch gereicht. So, was haben wir denn bei dem Woody's-Team, den Super Neros? Da haben wir da gar keine Antwort. Oh. Aber Woody, gar keine Antwort bei euch. Wusste keiner. Keiner ist gesehen. Schnitzel. Herzlich willkommen an dieser Stelle nochmal zu Rülps, unserem freundlichen Familienquiz. Falls Sie jetzt neu eingeschaltet haben. Ja. Die Völkerverständigung in Serienform. Wir kommen zur nächsten Frage. Frage Nummer 16. Da wart ihr euch gefühlt sehr schnell einig, wollte kaum einer in die Hand nehmen. Es ging um dieses Objekt hier. GAN. Genau, GAN heißt es da von den Grafikern. Was ist das hier? Eine Gitarre. Eine E-Gitarre, natürlich. Nein, Ben. Wir haben uns sehr schnell für Maultrommel. Maultrommel. Wer sieht das anders? Da wird abgeklatscht bei Woody's Team, den Super Neros. Yes. Ede und seine Garde wusste Bescheid. Ja, wir haben den anderen Namen dazu gesagt, Mundorgel. Das ist aber ein Mundorgel, ist keine Maultrommel. Ist beides richtig. Ja, googelt's. Mundorgel ist richtig. Mundorgel, googelt's doch. Muss ich nicht, ich weiß, dass es da tausende Bilder von gibt. Die Mundorgel ist doch ein Liederball. Ja. Ah, aber mehrere Antworten. Nein, mit Marke gesetzt, wo was üblich ist. Die Mundorgel ist ein, es ist keine richtige Antwort, es ist tatsächlich ein Liederbuch. Ja. Nochmal? Das ist ein Liederbuch. Und keine Mund, also es ist kein Instrument, kein eigenes. Unter Mundorgel kann man auch manchmal die Mundharmonika verstehen, aber es ist nicht die Maultrommel. Also keine richtige Antwort von Ede. Ja, und seiner Garde. Wer hat die richtige Antwort gewusst? Wir haben gehört, die Spaßkanonen haben es richtig. Ich würde dir gerne mal in den Traum. Die Super Neros haben 2 aufgeschrieben. Ja, die Super Neros haben Maultrommel und Mundorgel aufgeschrieben. Ja, zeig mal aber... Kurz. Moment. Wir haben... Genau. Ja, wir haben Carina, verteidige dich. Warum sollte ich euch denn noch den Punkt geben? Wir haben 2 Sachen aufgeschrieben. Und zwar, wir haben dahinter in Klammern hier geschrieben, was wo gesagt wird. Was, woher? Was soll das hier heißen? In Köln? Sein ist Köln, aus dem Kölnischen Bereich. In Köln nennt man die Maultrommel auch Mundorgel? Was immer du jetzt entscheidest, hat weitreichende Folgen. Also, innerhalb dieses Quizzes. Das war ein Wortbeitrag vom Head of Talent. Deswegen kann ich diese Doppelantwort... Digga! Nein. Google. Ist das richtig?
Es ist, beide Antworten sind richtig. In Köln. Also Mundorgel. Ah, ich liebe dieses Format. Das können wir nicht gelten lassen. Ja, also es ist, also Wikipedia sagt. Wikipedia sagt unsere Achtung, verlässliche Achtung, Quelle. Wikipedia sagt, Mundorgel als Instrument ist eine Gruppe von Durchschlagszungeninstrumenten in China und Südostasien, bei denen in einer Luftkammer, die häufig aus der, also wir reden über Luftkammer, da müssen wir gar nicht weiterreden. Da ist keine Luftkammer. Mach doch Mundorgel Bildersuche, wenn das Ding das ist in der ersten Reihe erscheint, kriegen wir beide einen Punkt. Ja, können wir den. Kona, wer ist mit mir? Können wir machen? Können wir den Computer abgreifen? Nein. Nein. Okay. Achso, können wir das abgreifen? Das wäre eine ganz gute Info tatsächlich. Also, nein. Ist mit drauf oder nicht drauf? Wo denn? Kann ich das Objekt nochmal sehen? Instrument benutzen! Instrument benutzen! Keine Ahnung, wie das geht. Also, wer kann sie spielen? Gunnar, möchtest du es mal versuchen? So, Gunnar spielt. Geht das nicht so? Geht das so rum? Ja, ne? Nee? Kann das doch hier jemand spielen? Ich glaube, du musst das hinter die Lippen. Ich hätte fast gesagt, halber Punkt wäre Spiel. Ich habe es auch selbst noch nie spielen können, aber ich glaube, ich. So, wer wusste es denn noch? Team Heiden hast du? Team Heiden hat's richtig? Ja. Funk Mariechen? Ja. Spaßkanonen? Ja. Superheroes? Die haben ja die beiden Antworten, also nein. Ja. Gibt das einen extra Punkt? Lars und Flo, die haben's. Andreas, gibt das einen extra Punkt? Also nur für den extra Punkt mache ich das. So, ganz kurz, und Eddie wusste es nicht, ne? Oder, Eddie? Nee. Die das? Die haben ja die Mundorgel. Nein. Und ja, es gibt einen halben Punkt, wenn wir jetzt hier ein Lied hören. Oder eine Melodie. Ich höre nicht. Oh, alles klar, danke Clemens. That's the spirit. Ja. So, Frage Nummer 17, die Nationalflagge welchen Landes ist als einzige der Welt nicht rechteckig? Frage Nummer 17, jetzt bin ich gespannt. Team Heiden ist schon am Verzweifeln. So, ganz kurz, wir waren relativ schnell. Ich wusste relativ Bitte um Ruhe, ja. Also es geht um die spezielle Flagge. Ich wusste, wie sie aussieht. Es sind so drei Dreiecke übereinander. Und wir haben sehr lange überlegt, ob es jetzt Tibet oder Nepal ist. Und wir haben uns am Ende für Tibet entschieden. Und wir wissen nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Dann, Free Tibet! Free Tibet! Okay. Free Tibet! Gott dann! Ganz kurz, wir haben heute Deutschlandrufe gehört. Wir haben jetzt die ersten Free Tibet-Rufe. Ich glaube, wir haben gleich Free Denise, hören wir auch noch. Free Einmal Dennis, so Free ja. Denise, Free Anyone. Trant, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Ja, was wir haben ja alle gemeinschaftlich Nepal getrommelt. Wir Aber waren uns warum? Sicher, wir glauben, dass die Nepal-Flagge besteht aus zwei Dreiecken quasi, die an dem Flaggenmast aufgehangen sind. Das oberste ist klein, das untere ist größer und irgendwas ist drin. Was, du hattest eben noch was gesagt zur Schweizer Flagge. Was war da deine Überlegungen? Ach so, naja, uns ist eben eingefallen, dass die quadratisch ist. Aber dann meinte Markus zu Recht, Quadrat ist auch ein Rechteck. Sehr gut, Super, Markus. Genau so ist es. Mann, nur Stau, Leute. Wir werfen einen Blick, ihr könnt es dort auf dem Monitor sehen, auf die Flagge des Landes. Und es ist tatsächlich die Flagge von Nepal. Funk wusste es, ne? Ja, Funk wusste es. Gerstenschmalz und Hirnschmalz wusste es. Wow, sehr gut. Das Team Umbudi wusste es. Und sonst? Alter. Niemand. Spaßkanon nicht? Nee. Und Etienne auch nicht, ne? Ihr wusstet es auch nicht, okay. Wow, also großer Respekt auf jeden Fall. Krass.
So, und wir kommen zu Frage 18 in der Auflösung. Also das ist wichtig. Ich hatte die Flagge noch nie gesehen, sage ich ganz ehrlich. So, Frage 18. Ah ja. Tarantino ist ein berühmter Filmemacher. Tarantinto ist ein berühmter. Florian Harten. Florian. Frage 18. Hallo. Tarantinto ist ein berühmter. Wein. Easy Geschichte, weil die Freunde der Eltern einer Ex-Freundin von mir haben immer Vino Tinto getrunken. Daher habe ich das abgeleitet. Ganz einfach Geschichte, Wein. Ja, man kann natürlich... Man kann im Restaurant gerne ein Quäntchen Tarantinto bestellen. Das hat nichts mit Quentin Tarantino zu tun. Aber es ist tatsächlich ein berühmter Wein. Punkte für das Team um Lars, Flo, Clemens, Wirt und Lisa. Einmal bitte Maler Tarantinto. Der Google-Check. Und wenn da keine tollen Kunstwerke kommen, geben wir den Punkt freiwillig ab. Wer wusste es noch, Team Heiden? Was habt ihr versucht? Tarantella, und wir haben versucht, davon abzuleiten, dass es ein Tänzer oder Choreograf ist. Was auch stimmt, wir wollen die Google-Suche. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, schade. Budi, was habt ihr ausgebrütet? Carina war super straight, hat gesagt, Tinto heißt, ist auf Spanisch Wein, Wein. Fertig. Richtig. Punkt. Und Hannes und Co., wusstet ihr es? Jan. Ja, da ich ja ausschließlich Bier trinke, war die Antwort ganz klar Rotwein. Rotwein findet Zustimmung da hinten rechts am Tisch. Der Rest eher ruhig. Ede wusste es auch nicht, hat auf den Maler getippt. Oh, jetzt seht ihr, das ist, fürchte ich da schon das Gesicht. Was haben wir denn bei euch, Marc? Ihr wusstet es. Wein, ja. Da wird beim ZDF wird abends gerne mal ein ja, Weinchen. Ja, klar, oh, zur Redaktionssitzung gerne das mal ein wussten kleiner. Die Jungs klar. Und Mädels. So. Mann, ey. Also, Google-Suche. Ja, also es gibt. Das fängt schon nicht gut an. Es gibt, möchte ich nicht hören, ja. Ja, es gibt eine Malerin namens Edith Tarantinto. Geboren, ja! Aber. Nix aber! Ja. Es ist die Frage, ob sie relevant ist. Das steht Tarantino nicht einmal richtig! Tarantino! Mann! Jesus. Aber da steht nichts mit Tinto, Alter! Rechtschreibung! Rechtschreibung! Sehr gut! Ach ja! So, Frage Nummer 19. Jetzt bin ich gespannt. Wofür steht das Kürzel TL-DR im Internetsprachgebrauch? Wer von euch hat das schon mal gelesen, beziehungsweise wer hat es nicht gelesen und weiß die Lösung? Tobi Escher wollte schon zum Mikrofon greifen. Geklaut. Wir haben die Frage nicht gelesen. Mal, ne? Too long didn't read. Too long didn't read. Wusste auch von euch, Handzeichen? Nicht Jay! Ah, sehr gut. Trant, hattet ihr eine Ahnung? Ja, wir haben auch Too Long Didn't Read genommen, ja. Too Long Didn't Read. Haben das alle Teams richtig? Ja, tatsächlich. Geil. Alle Teams haben das richtig. Applaus für euch. So. Und die letzte Frage des zweiten Blocks. Da bin ich gespannt. Der deutsche Trailer zu Wolfenstein 2 ist erschienen. Welches Wort ersetzt kurioserweise den Schlachtruf aus dem dritten Reich, wer hat den Trailer schon gesehen? Oh ja, jetzt kommen wir natürlich zu der Sache. Wirt, ja, bitte? Victoria! 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 Der nächste Schlachtruf, wir schauen auf den Monitor und hören. Sie haben uns geschlagen und ermordet und hingerichtet. Ja, in der Tat, Wirt hat recht, Victoria. Hallo? Budi, Wortmeldung dazu, wusstet ihr das? Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, du hast gelacht, Alter, du hast gelacht, aber sowas von, ey, ja klar. Ja, weil du mein Chef bist, aber sonst fand ich es nicht. Also null, wirklich null. Wer hatte das richtig? Ach ja, guck mal hier.
Da sagt mir jemand, wir sind kein Game-Sender mehr, ne? Goethe hier, vier. Weißt du, wer es bei uns wusste? Timo natürlich. Nein, Anja. Oh! Anja! Leider nein. Und Funk? Trant? Markus? Christoph? Wusste es, Funk? Wir haben halt nicht so viel Zeit, jeden neuen Trailer anzugucken. Wir müssen auch ziemlich viel arbeiten. Shit. Und dann ist uns der halt mal durch die Lappen gegangen. Von daher wussten wir auch nichts von Victoria. Tut uns leid. Ja. Aber ich meine, kannst du mal kurz gucken, wer ganz gut performt hat in dieser Runde? Ja. Weiß jetzt auch nicht. Hier gebe ich erstmal kurz das X tatsächlich. Und richtige Punkte gibt es für welche Teams? Team Heiden hat es richtig. Ja, Team Heiden hat es richtig. Das Team um Laura hat es richtig. Und das Team um Wirt. Und sonst haben es alle falsch. Lars und Florian hatten es richtig. Mhm. Und Co. Die Super Neros haben zum Wohl. Ja. Und die Spaßkanonen. Wusstet ihr es, Hannes? Also wie gesagt, das ist ja nun der typische Schlachtruf schon seit Nationen und seit Generationen. Ja. Sieg Andreas. So, also. Haben Sie das wirklich aufgeschrieben? Ja, Sie haben das tatsächlich aufgeschrieben. Ja, so will ich, bist du nicht? Ja. Das ist nicht PC, Mann. Natürlich ist das PC. Und Andreas. Oh. Während den Anfängen. Trotzdem, wir sehen hier, also wir sind am Ende der zweiten Runde, wir sehen, das war fast ein Durchmarsch von den Funkmariechen. Lasst euch vom letzten Eindruck nicht täuschen. Also, wir haben 5 Punkte für die Spaßkanonen und da kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte dazu. Wir sind hier bei 12 Punkten. Hier kommen 1, 2, 3, 4 Punkte dazu. Da sind wir bei 10. 1,5 Punkten. Team Gerstenmalz und Hirnschmalz hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen gewusst von 10. Kriegt 8 Punkte plus 16. 14. Dann kommen hier 1, 2, 3, 4,5 Punkte dazu. Das macht 8,5 Punkte für das Team Lull. 8,5 Punkte. So, hier kommen 9 Punkte dazu. Plus 5 sind 14,5 Punkte. Und wir haben bei Team Heiden 1, 2, 3, 4, 5 richtige Antworten. Landen bei 13. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 6 sind 14 Punkte. So, damit... Oh, das ist wirklich ein knappes Rennen. Momentan letzter Etienne und seine Garde. Vielleicht wird da zum nächsten Mal wieder das Team ausgetauscht. Wir sehen hier die Grafiker mit 12 Punkten. 10,5, 8,5, 14, 14,5, 14. Das ist alles sehr eng zusammen. Ja, das war der zweite Block. Also momentan die knappe Führung für die Funkmariechen. So, machen wir gleich weiter. Robert? Also gleich weiter. Wir läuten den dritten Block ein, die letzte Fragerunde. Was ist hier los? Runde 3. Ja. Ein heiteres Quiz, sehr enger Punktestand. Nochmal konzentrieren. Beim letzten Mal hatten wir eine deutliche Führung und es wurde nochmal sehr kritisch zum Ende hin. Also bleibt am Ball. Block 3. Wir fangen an mit Frage Nummer 21. Achso. Alles klar. Zettel, ich fange nochmal so ausgetauscht. Ne? Ist ja klar. 14 Punkte für Team Heiden. Das ist eine enge Kiste. 3 Teams auf Augenhöhe, muss man sagen. Auch hier die Grafiker sind sehr, sehr eng dabei. Wir können euch nochmal sagen, dass die Zuschauer auch gerne mitmachen. Ja, und natürlich, beteiligt euch, nehmt Stift und Zettel in die Hand und bereitet euch vor auf den dritten Block. Hashtag Röbs, Hashtag RBTV. Es geht für unsere Teams hier um diese helle Birne. Noch ist Benjamin Bierchen dort als Sieger. Wir fangen an. Mit dem dritten Block, Frage Nummer 21.
Was verbirgt sich hinter der Flitterwochenkrankheit? Was? Die Ehe. Die Ehe, sagt Ede. Was verbirgt sich hinter der Flitterwochenkrankheit? Die Zeit läuft. Und wir hören mal rein in den Tisch. Also unser Telefonjoker, aber nächstes Mal ist Jonas, wenn solche Fragen kommen. Niemand verheiratet ist. Also Flitterwochenkrankheit. Flitterwochen ist eigentlich die letzte Zeit, sagt man ja immer in der Ehe, wo man noch mal Sex hat. Ja, danach ja eigentlich völlig vorbei. Ist es die weibliche Menstruation? Aber wir müssen was. Ja, aber ist wirklich eine Krankheit gesucht. Wir müssen irgendwas hinschreiben gleich. Ja, wir haben ja noch vor der Zeit dann steht. Also Durchfall. Ist okay. Ich bin für Tripper. Aber nur für den Gagpoint. Nee, keine Ahnung, wir können auch noch weiter überlegen. Oh Gott, warum denn jetzt so eine Scheiße? Da fällt uns da was Besseres ein. So, jetzt müsst ihr wieder die Köpfe zusammenstecken. Das war Frage 21. Frage 22, genau zuhören. Wie oft passt das Format DIN A5 in DIN A1? Wie oft passt das Format DIN A5 in DIN A1? Es geht nicht um Nastis Hund, sondern um die deutsche Industrienorm ist das, glaube ich. Ne? Genau, ja. Nee, Deutsches Institut für Normung ist das. Ich dachte, es wäre die deutsche Industrienorm. Na gut. Aber was weiß ich schon. Ich bin vorne. Wollte anstoßen, aber hast nichts, ne? Doch. Cheers. Cheers, man. Dass wir gut heiler nach Hause kommen. Gute Nummer, ne? Also gerne die Mikros an die Münder führen. Wir hören da mal rein bei Team Heiden. Da freut sich das Team, das ich mit größten Verhältnissen natürlich auskennen sollte. Das auf keinen Fall! Das kann ich verkackt werden. Hallo, du hast die Buchhaltung gesehen. Kann ich verkackt werden. Naja, wir sind die Grafiker. So. Also, Fabian, nimm schon mal das Glöckchen in die Hand. Jawohl. Das war die nächste Frage. Wir kommen zu Frage Nummer 23. Wer hat nach Bayern München, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach die meisten Bundesliga-Titel eingefahren? Wir reden hier von der Bundesliga, wie sie seit den 60er Jahren bekannt ist. Ihr habt drei Antwortmöglichkeiten. VfB Stuttgart, Hamburger Sportverein und Werder Bremen. Also, wer hat die meisten Meistertitel nach Bayern, Dortmund und Gladbach? A. Stuttgart, B. Hamburg, C. Bremen. Es geht um Meistertitel. Die Uhr, Andreas. Wer hat nach Bayern, Dortmund und Gladbach die meisten Bundesliga-Titel eingefahren? A. Stuttgart, B. Hamburg, C. Bremen. Meisten Titel in der Bundesliga nach Bayern, Dortmund und Gladbach. Stuttgart, Hamburg oder Bremen? Bayern natürlich deutlich führend. Mit 27 Meistertiteln. Ich stehe dir auch zu Stuttgart. Einfach gefühlsmäßig. Die waren doch irgendwie in den 60er, 70er. Also, genau, wenn wir über wie viele hat denn Bremen? Die Bundesliga gibt es seit... Drei oder vier? Seit den 50er Jahren. Also wie viel hat Stuttgart? München, dann Gladbach. Oder hat Stuttgart... Wie war das? Als Fee mit Stuttgart Meister ist, wurde das nicht gefeiert? Das ist doch... Stuttgart hat eine richtig gute Saison. Wie viel hat denn Bremen? A, Stuttgart, B, Hamburg. Wir haben... Ja, ich glaube... Wie lange er schreibt. Ja. Das ist doch kacke. Also ich meine, ja, es ist ein bisschen billig, jetzt nur darauf zu gucken. Unsere Meinung ist eigentlich Bremen, oder nicht? Ja. Oder? Ja. Grafik guckt ab, erfahre ich da gerade. Ist das so? Team Grafik, Benjamin Koch. Benjamin Koch? Ach so, es stimmt, er hat ja gar nicht geschrieben. Ich habe versucht, am Anfang. Haben wir da einen waschechten Betrugsversuch, liebe Regie? Wir machen immer noch Kreuze, ne?
Mhm. Ah, da werden die Augen ein bisschen groß, aber ist alles noch im Rahmen, kriege ich hier von meinem Notar gesagt. So, Zeit ist abgelaufen. Frage 24. Und alle ganz leise, denn jetzt geht es um eure Ohren. Frage 24. Welches Tier hören wir hier? Es ist das Comeback der Sinneshow an dieser Stelle. Nochmal bitte. Wir können die Tiere jetzt nicht nochmal dazu ermuntern. Tiere spielen gerade. Welches Tier hören wir hier? Das war natürlich ein Hinweis. Damit sind Blauwale fast raus, muss man sagen. Also wirklich den Namen des Tieres oder? Oder die Gattung. Gattung. Gattung der reicht, Eigenname. Aber... Im Chat wird Billy Nobler vermutet, lese ich gerade. Zeit ist abgelaufen. Also ich meine, es sollte schon spezifischer als Wirbeltier oder so sein, ne? Okay, Frage 25 sind wir schon. Machen wir da weiter? Ja, ne? Frage ja. 25. Im November 2013 begnadigte Obama Popcorn und Caramel. Dabei handelt es sich um... Zeit läuft. Im November 2013 begnadigte Präsident Barack Obama Popcorn und Caramel. Dabei handelt es sich um. Florentin Will greift direkt zum Stift. Bei Lars wird diskutiert, da hören wir mal rein. Nö, brauchen wir nicht. Brauchen keine Mikros. Vielleicht ein kleiner Tipp, in Guantanamo saßen sie, glaube ich, nicht, ne? Also ich bin mir genauso unsicher, aber Kreuz, oder? Ja. Und man muss auch sagen, in der Türkei werden sie nicht begnadigt worden. Ja, gar keinen Fall. Aber reicht das? Ist sie nicht so unspezifisch, die Antwort jetzt, die wir haben für 25? Sind sie irgendwie Haustiere? Heißt sein Hund nicht sogar Popcorn? Ja. Haustiere. Das ist jetzt eine Frage. Obama darf begnadigt. Das wissen wir. Popcorn und Caramel. Aber worum handelt es sich hierbei? Das war die Frage nur paraphrasiert im Prinzip, ne? Ja. Gerade ein bisschen die Satzglieder umgestellt, so kann man das ein bisschen spannend machen. So, das war Frage 25. Frage 26. In welchem aktuellen Spiel ist eine Map nach der Tochter des Schöpfers benannt? 26. In welchem aktuellen Spiel ist eine Map nach der Tochter des Schöpfers benannt? Also, es geht natürlich nicht um Gott, sondern um den Schöpfer des Spiels sozusagen. In welchem aktuellen Spiel ist eine Map nach der Tochter des Schöpfers benannt? Hier, du Pisser! Ja, wieso das denn? Ja, weil ich dein selbstgefälliges Gesicht habe. Ja, das von hinten. Ha! Mhm. Vielleicht... regt das ja den einen oder anderen zum Nachdenken an, warum da jemand sofort zum Stift griff. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja. In welchem aktuellen Spiel ist eine Map nach der Tochter des Schöpfers benannt? Ich weiß, frag mich, wenn es um Gaming geht. Nach der Tochter des Schöpfers des Spiels, ja. Ja, er hat voll um die Ecke gegangen. Weißt du, so. Weißt du, wie die immer ein aktuelles Spiel Map. Ist es Call of Duty? Ist es Call of Duty? Ist es Call of Duty? Call of Duty? Doch kein Punkt. Ist es Call of Duty? Ist ja nichts Ungewöhnliches, dass sich Spieler in ihren Spielen verwirklichen und verewigen. Frage Nummer 27. Jetzt... bin ich wirklich gespannt. Ihr kriegt etwas ausgeteilt für diese Frage.
das bitte anschauen. Und dann stelle ich euch folgende Frage. Ihr habt schon. Haben wir das in der Regie vorliegen eigentlich, diese Situation? Haben wir das in der Regie, Fabian? Eigentlich müssen wir es haben, ja. Eigentlich müssen wir es haben. Vielleicht können wir es einblenden. Ich spreche die Frage drüber. 27. Hört einmal zu, denn es ist wichtig, was ich sage. Ihr sitzt im gelben Auto und wollt die Situation proaktiv lösen. Wer fährt demnach zuerst? Also, ihr sitzt im gelben Auto und wollt die Situation proaktiv lösen. Wer fährt demnach zuerst? Achtung, A, das rote Auto. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Achso, hier ist es rot, deswegen, dann liegt es an der Druckfarbe. Ja, es ist orange. Es geht um das orange Auto. Okay, das ist rote. Kannst du mal rot darauf schreiben? Das gelbe Auto. C, das blaue Auto. Ja. Ja, A, das rote Auto oder orange. B, das gelbe Auto. C, das blaue Auto. Ihr selbst sitzt im gelben Auto. Also die Zeit, A, Andreas. Das rote, B, das gelbe, C, das blaue Auto. Das muss er vorlassen, weil das ist ja A, rot, B, gelb, C, blau. Genau. Ihr entscheidet, wie die Sache gelöst wird. Ihr könnt als erstes eine Aktion machen. Das heißt proaktiv. Is. Man merkt, sie arbeiten, ne? Andreas, ein Wort, ich fahre als erstes, oder was? Die Antworten einblenden. Hinter dir auf dem Monitor sehen wir das nochmal. Also, A, das orange Auto, B, das gelbe Auto, C, das blaue Auto. Du siehst es jetzt auch nochmal, Alvin. Genau. Ja. Also das wäre so eine Situation, wo ich im Zweifelsfall das Auto erstmal abstelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was anderes machen. Ich bin auch so jemand, wenn ich in eine Kreuzungssituation komme, die mir zu unübersichtlich ist, biege ich erstmal rechts ab oder fahre geradeaus und warte auf eine andere Chance. Ja, rechts abbiegen ist ja tatsächlich immer die sichere Seite, ne? Ja. Eigentlich. So, also, ja. Fahrradfahrer. Ja, okay. Ja. Oder mit der Straßenbahn. So, Frage Nummer. Oh, damit diskutiert. Schön. Frage Nummer 28. Achtung! Volle Aufmerksamkeit, ich diktiere euch gleich etwas. Wie schreibt man folgenden Satz? Ja, es steht natürlich nicht da drauf jetzt. Gunnar. Herr Ober. Für mich bitte die Cevapcici. Einmal die Uhr, Andreas. Zeit läuft. Wie schreibt man folgenden Satz? Herr Ober, für mich bitte die Cevapcici. Da sehen wir sie nochmal. Das hilft ja oft. Man weiß ja auch. Jay, nicht Jay, nicht Jay. Wieder die Rufe für den D-Train. Also, da sieht man es ja nochmal und da kann man ja schon einige Buchstaben rauslesen. Müssen wir Kirsch können? Nein, das ist ein guter Hinweis von Tobi. Einmal noch alle hinhören. Es ist Hannes und Co., Budi, es ist okay, wenn ihr diese, ich sag's mal, die Striche drüber nicht habt. Das ist okay. Ja, wenn es welche gibt. Aber die Striche sind okay, wenn ihr das nicht habt, über den Buchstaben. Das Komma wird uns wieder reinreiten, das siehst du jetzt schon kommen. Ne? Das Ende der Nummer. Da müssen wir erstmal drauf klarkommen. Drauf klarkommen, ja. So, vorletzte Frage. Das ist kein Battlefront. Frage Nummer 29. Vorletzte Frage. Auf welchen Namen hört der weibliche Hauptcharakter aus der Netflix-Serie Stranger Things? Es geht natürlich nicht um die Mutter, sondern das kleine Mädchen. Deutsch. 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 Also, die Uhr, aus welchem Namen hört der weibliche Hauptcharakter aus der Netflix-Serie Stranger Things, meine Damen und Herren?
ein Must-See, muss man sagen, in diesem Sommer, der eigentlich ein Frühjahr war, glaube ich, als die Serie erschien. Aber Englisch lasst ihr auch Geld, wenn man die Serie halt auf Englisch. Die haben es auch tausendmal gemacht. Ansage ist Deutsch tatsächlich. Ansage ist. Naja, also, das kriegt ihr ja wohl hin. Das ist ja wohl nicht deine Scheiße. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, dass du das nicht übersetzen kannst. So. Da hieß sie Elfie. Gibt's das auf Deutsch? Fragt Gino da. Sehr gut. Ich pendel ja tatsächlich mit der Serie. Das ist ja der Titel aus der Serie. Also wie gesagt, der deutsche Ausschnitt, den ich gesehen habe, da ist sie Elf. Also ist sie dann Elf oder Elfie? Ist sie nicht ja. Ja. Ja, Deutsch. Also hat Alvin auch schon gefragt. Ja, mit IE würde ich es aber schreiben. Das ist ja egal. Das kann auch ein Komma oder ein Mikrofon sein. Sie da den original englischen Namen. Ein Tattoo, das darauf hinweist auf den Namen. So. Und wir kommen zur letzten Frage an diesem Abend. Ja, genau. Denke ich nämlich auch. Seid ihr bereit? Die 30. Frage. Die Begriffe Hängepartie und Zugzwang haben ihren Ursprung in welcher Sportart? Die Begriffe Hängepartie und Zugzwang haben ihren Ursprung in welcher Sportart? Zeit läuft. Florentin sehr selbstbewusst. Was macht dieser Typ denn für einen Sport, könnte man sich da fragen. Ja, das habe ich keine Ahnung. Also, Moritz, schnapp dir doch mal das Mikrofon. Raphael, greift euch das Mikrofon. Ja, aber dann sagst du, na okay. Wenn nicht diskutiert wird, wenn ihr es wisst, umso besser. Ja, aber ich weiß es. Greift dir das Mikrofon? Nein, ich weiß es. Captain Raphael, wie hat der letztes Mal gewonnen? Man weiß es. Ich weiß nicht, war wahrscheinlich nicht wegen ihm. Okay, Team Wir in dem klassischen Lulululu. Dann gehen wir gleich in eine kurze Unterbrechung. Schreib das jetzt einfach auf. So, die Zeit läuft. So, das war die letzte Frage. Du fängst dieses Mal in der Mitte an. Ja, ja, ja. Bei den hinteren Tischen die Zettel einzusammeln. Das waren unsere 30 Fragen hier bei Rülps. Die Zettel werden eingesammelt. Wir geben ganz kurz ab in die Werbung und dann sind wir hier zurück mit der Auswertung und dann finden wir raus, wer gewinnt hier bei Rülps das Kneipenquiz. Das Kneipenquiz. Kneipenquiz. Herzlich willkommen zu unserem Kneipenquiz-Abend hier bei Rocket Beans TV. Rülps heißt das Ganze. 30 Fragen liegen hinter uns. Die Teams sind nass geschwitzt, haben das Beste aus sich rausgeholt. Und ihr zu Hause, ihr habt auch mitgerätselt. Und wenn wir mal auf Fabians Laptop gehen, dann können wir das auch sehen, dass ihr zu Hause mitgemacht habt unter dem Hashtag Rülps und dem Hashtag RBTV etwas eingesandt habt. Von der Seite sehe ich immer, sehe ich ja wirklich mega krumm aus. Können wir da einmal drauf schauen? Genau, ja, da sehen wir der Vince, der schau mal hier, Fleiß. Das ist der dritte Block, da geht es um die erektile Dysfunktion. Aha, dann werden wir gleich hören, was da richtig ist. Einmal weg, was haben wir noch? Wir haben noch hier einmal noch aus dem zweiten Teil. Unsere Mathe. Wir reißen hier die ganze Bude ab. Nimm es ja, da sehen wir auch noch einen Zettel von der zweiten Runde. Marvin Uwe. Dankeschön, Fabian. Und Florentin Will hat hier gerade etwas entdeckt. Florentin. Was für eine Situation einfach. Eigentlich. Und auf diesen Flaggen. Das kommt ist abgebildet. Die Flagge von Nepal. What the fuck? Abgebildet. Ich berufe Widerspruch ein und wir werden ihn nicht ohne den Kampf wieder auflassen. Das sagt der Anti-Alkoholiker. Ja, wir haben aber Tibet gesagt.
ist mir doch scheißegal, ob das Punkt über den Punkt. Alter! Aha. Nur Bier. Nur Bier. Wir haben Bier. Hier steht nur Bier. Was ist das? Es gibt doch kein Wasser, da können wir müssen gehen. Wie wahrscheinlich ist denn das bitte, dass ausgerichtet die nepalesische Flagge auf Viva Con Agua ist? Unfassbar. Wobei bei Viva Con Agua hätte ich gedacht, das ist einfach das Konterfei von Michael Fritz. Ist. Aber gut, natürlich nicht. Unfassbar. Unfassbar. So, also haben wir alle schon mal die nepalesische Flagge gesehen. So, wir kommen zur Auswertung. Erstmal eine Frage an Lars, an das Team Gersten, Malz und Hirnschmalz. Die letzte Runde, wie war das für euch? Was habt ihr für ein Feeling? Gutes. Ihr seid mit 14 Punkten sehr eng dran. Ja, also da wir uns ja natürlich offiziell auf mindestens 15 sehen, auch jetzt wieder ein sehr gutes Gefühl dabei gehabt, eigentlich alles richtig beantwortet. Das liegt jetzt nur an wieder der Willkür meines Lieblingskollegen. Oh, immer dieselbe Leier, Flo Hart. Mensch, kann nicht mal jemand anders das Mikrofon da nehmen? Bitteschön, Lisa. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Okay, danke. So, dann kommen wir zur Auflösung von Block 3. Frage 21 war, was verbirgt sich hinter der Flitterwochenkrankheit? Team Heiden, was dachtet ihr, was sich dahinter verbirgt? Klar, wenn man in die Flitterwochen geht, nimmt man natürlich oft auch eine Schwangerschaft mit nach Hause. Deswegen haben wir natürlich die Schwangerschaft genommen als Krankheit. Natürlich. Als anerkannte Krankheit. Neben Homosexualität, die anerkannte Krankheit. Natürlich nicht. Budi, was dachtet ihr? Was ist die Flitterwochenkrankheit? Ja, hier, kein Bock auf Sex. Kein Bock auf Sex? Also kein Bock auf Sex. Aber sind nicht eigentlich... Sind die also Flitterwochen... Das ist Krankheit, aber uns fehlen, also weil wir es auch nicht kennen, kannten wir den offiziellen Begriff dafür nicht. Aber es gibt einen dafür. Okay. Hannes, D-Train und Co., was also, habt ihr? Da hat auf jeden Fall, ich habe gerade einen Schlaganfall gehabt, als ich es geschrieben habe. Ja, aber es geht darum zu realisieren, dass der Partner, den man geheiratet hat, vielleicht doch nicht der richtige ist. Und was da steht, ist Realisation, dass der Partner nicht so cool ist. Sehr gut. Lisa. So, Lars, Flitterwochenkrankheit, Lisa. Ich habe gesagt, das ist die Blasenentzündung. Blasenentzündung, weil du davon ausgehst, dass die Flitterwochen, ordentlich geblasen werden. Das war, nee, das, ja. Mehr von Lars Pausen, jeden Mittwoch, 20 Uhr bei Chatwell. Ede und seine Garde, Flitterwochenkrankheit. Ich mag den Gedankengang von Budi, dass so in dem Moment, wo du geheiratet hast, der Sex sofort aufhört. Halt, stopp, sind die Flitterwochen nicht aber die letzten zwei Wochen, wo man Moment, Sex aber, hat? Moment, ich mag den Gedankengang, aber wir haben uns für das genaue Gegenteil entschieden und Flitterwochenkrankheit ist so, wir haben die ganze Zeit nur rumgebumst. Also wir hatten die Flitterwochenkrankheit. Raus, weil man immer im Bett liegt, so, weil es ja krank. So ne? Bettlägerig, okay, Funkmariechen. Das war dein Ding. Also wir haben uns die Antwort lange aufgehoben und haben uns dann spontan für Durchfall entschieden. Okay, das ist eine setzt eine gewisse Art von Sex voraus, aber gut, Durchfall offensichtlich. Da geht's richtig ab in den Flitterwochen. Haben wir noch ein Team vergessen? Nein, wir haben alle das gesagt. Richtige Antwort ist tatsächlich die Blasenentzündung. Blasenentzündung ist gleichzusetzen, wenn kein Bock auf Sex. Also es gibt halt offiziell, Entwicklung. Ey, mein Ernst jetzt. Mein Ernst. Andreas. Ey. Andreas, du kennst es am allerbesten. Ich hab immer Bock auf Sex. Nicht aus der. Haben wir noch eine kreative Antwort, die ich jetzt übersehe? Nein. Nee. Nein, nicht wirklich. Was habt ihr eigentlich gesagt? Schwangerschaft. Ja, Schwangerschaft. Nein. Ja. Ey, komm! Oh, mein Augenblick immer. Nein, ich hätte es nicht dabei gefunden. Überleg's dir! Ey, nein! Ist lustig, ist gut doch! Nee. Du hast echt. Nein, Alter! So.
Frage 22. Jetzt bin ich gespannt. Wie oft passt das Format DIN A5? DIN A5 in DIN A1. So, die Grafiker haben sofort gesagt, endlich eine Frage für die Grafiker. Ben, du musst nicht aufstehen. Was glaubst du denn? Aber wir waren uns von vornherein absolut sicher, haben es dann zur Sicherheit nochmal aufgezeichnet und die richtige Antwort ist 16. Ja! Können wir die Zeichnung einmal sehen? Ja, Grafiker! Lieber Justin! Hier soll die Zeichnung sein. Also niemand kann es erkennen. Ja, so ist es. Ja, darum geht's doch gar nicht. Es geht um die Zahl vorne. Wir haben es ja durchgestrichen, ja, damit ihr nicht Schabernack macht damit. Genau, weil da zu viele Zahlen stehen. So sieht das aus, wenn man vor 14 Uhr irgendwas bestellt bei den Grafikern. Ja. Und dann kriegst du so einen Wisch zurück. Also, Punkt auf jeden Fall für die Grafiker. Und wer wusste das noch? Funkmariechen, hattet ihr eine Ahnung? Oh, also wussten das nicht alle. Mal. Guck mal. Super. Ja, alle gewusst. Respekt, Frage 23. Wer hat nach Bayern München, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach die meisten Titel in der Bundesliga eingefahren? Es ging da um die erste Bundesliga seit 1963/64, die erste Saison. Antwortmöglichkeiten A, Stuttgart, B, Hamburg, C, Bremen. Und Nils ist leider nicht da, deswegen Gunnar als Bremen-Fan. Oder Tobi, unser, ja. Unser Fußball-Experte Tobi Sescher. Wobei du es auch gewusst hast. Also Stuttgart hat 3 Meistertitel in der Bundesliga. Mhm. Der HSV hat die meisten Meistertitel dieser Mannschaften, aber die meisten 4 Stück oder 3 Stück, je nach Zählart, haben sie vor 1963, vor dem Start der Bundesliga geholt. Die korrekte Antwort mit 4 Meistertiteln ist Werder Bremen. Werder Bremen! Gegenstimmen? Ja, von da hinten zum Beispiel, oder? Wir haben keine Gegenstimme, aber ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand. Wie sieht denn die Tabelle gerade aus in der Bundesliga? Werder Bremen in der zweiten Liga. Also tatsächlich Werder Bremen mit 4 Meistertiteln. Stuttgart und HSV jeweils bei 3. Ja. Das wussten nicht wer, alle. Wer wusste das? Wer wusste das? Das wussten Team zum Beispiel die Spaßkanonen da hinten. Hannes als Bremen-Fan wusste das natürlich oder hat geraten? Sehr clever, hat Gunnar beobachtet. Okay. Budi, wusstet ihr das? Ihr wusstet das. Wer wusste? Raphael. Fußball-Fan. Kopfschütteln als Antwort, alles klar. Nein, kein Bock auf Sex. Aber sie wussten's. Stopp. Ja, ja, sie wussten's. Ja, ja, okay. Er will nur nicht reden. Ja, so, okay. Dann haben wir das bei den Super Neros. Gerstenmalz und Hirnschmalz, hattet ihr eine Ahnung? Ja, Lisa, wir haben auch Lars, Werder gesagt. Ihr habt HSV gesagt. Na, wir haben es verkreuzt dann. Es war falsch. So, was haben wir bei Etienne? Bremen natürlich, Bremen. Ist doch ganz klar. Und bei Trant und Co. Nein. Ja, wir waren uns natürlich einig, dass wenn es um die Meistertitel der Herzen geht, Werder Bremen natürlich absoluter Rekordmeister ist. Aber wir haben uns ein bisschen... Sehr verhaltener Applaus hier in der Runde, lasst euch nicht täuschen. Wenig Fußballkenner hier. Naja, wir haben uns so ein bisschen von den fetten HSV-Jahren, so Uwe Seeler und so, ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen und sind dann immer Uwe zwischen Seeler, den beiden hin und her. Uwe Seeler-Zeiten, genau. Und haben uns leider für den HSV entschieden. Ja, das ist falsch. So. Alles klar. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Frage 24 war das. Welches Tier hören wir? Jetzt bin ich gespannt. Und das war die Audiofrage. Team Funkmariechen, ihr sagt schon, was habt ihr geantwortet? Was habt ihr vermutet? Markus. Also zuerst hieß es ja, das muss eine Gans sein. Dann habe ich gesagt, nee, es muss was sein, was eine Gans frisst. Das ist ein Fuchs. Ein Fuchs, habe ich gesagt. Ein Fuchs höre ich hier. Da Laura ist da sehr kritisch. Was habt ihr denn vermutet? Team Ede und seine Garde. Laura.
Also wir waren definitiv auf der Vogelschiene und dachten uns dann, dass es wahrscheinlich Pinguine sind. Pinguine? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ich frag mal Viet. Clemens. Ja, also schwierig war es nicht. Wir sind relativ schnell drauf gekommen. Schwierig war das nicht, ne. Aber das, ja, muss man vorlesen, glaube ich, damit das richtig wirkt, was wir geschrieben haben. Kreativ an Wort erwarte ich das schon wieder. Wir gucken mal kurz bei D-Train und Alvin. Was habt ihr? Das war die Frage nach dem Sound. Wir waren uns nicht ganz sicher zwischen Vogel und einem Primat und einem Affen. Vogel. Aber wir wurden halt überstimmt, also ich wurde überstimmt mit Vogel, von daher haben wir halt Vogel, Federvieh aufgeschrieben. Vogel? Du bist auch so ein Vogel! Du bist auch so ein Vogel! Vogel! Beleidigung, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Was dachtet ihr, was man da hört? Ja, also wir haben zuerst, also wir haben Google Hub war der erste Gedanke und dann sind wir bei Truthahn gelandet. Truthahn! Und Team Heiden? Bird und sind dann ganz schnell auf Hyänen gekommen. Hyänen? Habt ihr? So, ich frage mal an die Regie, können wir das denn nochmal mit Bild sehen, diese Tiere? Oder muss ich das so auflösen? Okay. Ja, vielleicht, Fabian, sonst rufst du das einmal auf. Einfach Bilder von diesem Tier. Und dann schalten wir dort drauf. Wir können ja schon mal spoilern. Es gibt eine richtige Antwort. Es gibt richtige Antworten. Wir hören mal, um welche Tiere es sich handelt. Hier hören wir nochmal das ikonische Geräusch. Und können wir es einmal auf den Bildschirm packen? Ja! Yeah. Ja, Wahnsinn. Ja, okay. Wahnsinn. Wow. Team Heid, ihr hattet es nicht. Richtig. Also Eder und seine Garde, ihr hattet es nicht. Super Neros war bei Vögeln und Vögeln. So, wollen wir denn nochmal die kreative Antwort? Also so, ich liebe diese Rufe. Es ist wirklich das Format mit dem höchsten Rüfen. Rüfen ist das Wort, etabliere ich jetzt. Was haben denn das Team Lars, Flo Harten, Clemens, Viet und Lisa, die Humorfabrik von Rocket Beans? Ja, was haben sie ausgebrütet? Sie reklamieren ja einen Kreativpunkt für folgende Antwort. Mr. Raven in der Paarungszeit. Und er schreibt die Füße für Eddie A. Hätte man für Klappstuhl einen Lust. Klappstuhl? Ja. Nein. So, Frage Nummer 25. Da bin ich gespannt. Im November 2013 begnadigte Obama Popcorn und Caramel. Dabei handelt es sich um. Jetzt bin ich gespannt. Florentin, du hast sofort zum Stift gegriffen. Warst du dir sicher? Ja, dabei handelt es sich um einen beliebten Brauch. Ruhe jetzt! Dabei handelt es sich um einen beliebten Brauch in der amerikanischen Kultur, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten zwei Tiere erlässt davon, dass sie geschlachtet werden. Zu Thanksgiving sind zwei Truthähne. Oh ja! Oh ja! Gegenstimmen! Budi, habt ihr eine Ahnung gehabt? Ja, dumm. Also das ist, wir haben über Tiere nachgedacht, kurz. Dummerweise sind wir irgendwie bei Tiger gelandet und das hat keinen Sinn gemacht. Dann waren wir irgendwie gedanklich bei Siegfried und Roy, haben die irgendwie gegessen oder sind die begnadigt irgendwie. Nee, also ich meine, die Truthahn haben wir auch aufgeschrieben, aber leider die Zeile verschoben. Ja, ja, das hatte ich nämlich. Also man muss natürlich sagen, die Tiger haben nicht mal Siegfried und Roy begnadigt, deswegen war es andersrum natürlich auch nicht der Fall. Punkt also für Florentin und das Team Heiden. Und wer wusste das noch? Genau. Oh, ah, okay. So, Funk wusste es.
Team Heiden, wir haben Ede und seine Garde. Wusstet ihr das auch? Etienne, Laura? Nein. Ahnung gehabt? Anja? Nein. Nein, wir wussten das nicht. So, dann Gästen als Gehirnschmalz. Die Superheroes wussten es nicht und die Spaßkanonen wussten das auch nicht. So, da wir kurz vor dem Ende sind, blicken wir jetzt schon mal auf den Punktestand. Hier sind wir insgesamt bei 14 Punkten. Hier kommen noch mal zwei dazu. 12,5. So, wir haben hier 1, 2, 3 richtige Antworten. 17 Punkte schon für Gerstenmalz und Gehirnschmalz, die immer noch auf der Siegerstraße sind. 2 Punkte dazu. 10,5. Hier haben wir 3 richtige Antworten. 17,5. Wofür war denn dieser halbe Punkt vorhin bei 4? Was war denn dieser halbe Punkt bei der 4. Antwort? Google war das, ne? Ja. Okay, das Google-Logo. Und Team Heiden hat nochmal 3 dazu bekommen. 17 Punkte, also die. Es läuft auf diese 3 Teams vermutlich hinaus. Spannung steigt. So. Jetzt bin ich gespannt. Da griff auch jemand sofort zum Stift. Frage Nummer 26. Was wird sich da gemalt bei den Grafikern? Hey Snoop Dogg, man hat das letzte Mal gepafft, Alter. Wie sich die Hand dann umdreht. Frage Nummer 26. In welchem aktuellen Spiel ist eine Map nach der Tochter des Schöpfers benannt? So. Kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen? Ja. In welchem aktuellen Spiel ist eine Map nach der Tochter des Schöpfers benannt? Jetzt bin ich mal gespannt. Wir fragen mal das Team Funkmariechen. Markus, Christoph, irgendjemand eine Ahnung gehabt? Nee, haben wir nicht. Dort gefordert wurde. Also wir haben uns gefragt, was für eine Map ist so bekannt, dass ihr Schöpfer auch noch bekannt ist. Da ist uns nichts eingefallen. Wir haben natürlich auch an PUBG gedacht, aber da dachten wir, das Spiel besteht doch eh nur aus einer Map. Also wie kann die einen Namen haben? Und dann haben wir in letzter Sekunde, bevor uns der Zettel abgenommen wurde, halt Destiny 2 hingeschrieben und das ist bestimmt mega falsch. Destiny 2 hast du ja auch Destiny 2 getestet für Game 2. Wir fragen mal bei Ede, Timo, Max, irgendeiner eine Ahnung gehabt von euch? Ich, Anja? Ich als Gaming-Expertin habe auf PlayerUnknown's Battlegrounds getippt. Anja mit der zweiten Gaming-Antwort hier. Lars, bei euch Ahnung? Wir haben natürlich ganz klar gesagt, da das nach der Tochter benannt ist, der Weinstein Game Simulator. Ja. Oh, zwei haben geklatscht, habe ich genau gehört. Boah. Wir schauen mal Team Spaßkanonen. Naja, nachdem Dima den Schöpfer als Gott interpretiert hat und erstmal Eva aufgeschrieben hat, habe ich dann im Augenwinkel gesehen, dass sofort Ilias das Blatt ergriffen hat und da konnte es halt nur entweder Mario sein oder PUBG. Oder Pornhub. Aber da PUBG das letzte Scoop-Thema war, haben wir halt PUBG aufgeschrieben. Ja, Budi, was ahnst du? Also ich bin sehr, sehr gespannt, ne? Deswegen habe ich gerade die Frage nochmal akkurat gehört, weil wir haben auch über Battlegrounds nachgedacht. Aber die Map, die neu angekündigt ist, ist noch nicht da. Deswegen ist es aktuell, das Spiel mag aktuell sein, aber die fucking Map ist noch nicht draußen. Ergo haben wir Battlegrounds nicht reingeschrieben. Ja, wir auch nicht. Es ist ein Punkt. Es ist ein Punkt. Also wenn ihr schon Games machen wollt, und wenn ihr Battlegrounds nicht reinschreiben wollt, dann wollen wir verdammt nochmal 4 Punkte haben. Also, Ias hat sofort zum Stift gegriffen. Was gab's da? Dienstkassel. Ias, du hast sofort zum Stift gegriffen. Ich habe mich gefragt, ob das so clever war, diese Entschlossenheit. Alvin hat daraus einen Schluss gezogen. Was glaubst du denn? Das war einfach im Eifer des Gefechts. Man hat nicht großartig drüber nachgedacht. Aber ich glaube, in der Recherche für einen Beitrag darauf gestoßen zu sein, dass Brandon Green, der aktuell in Südkorea arbeitet und seine Familie in Irland
und die Familie so sehr vermisst, dass er letztendlich die einzige Map im PlayerUnknown's Battlegrounds nach der Namen des, der Tochter benannt hat. Wie heißt das? Das ist die einzige Map. Ich weiß, ich kenne den Namen nicht, da brauchst du gar nicht erst fragen. Ich bin mir auch nicht so 100% sicher, aber ich glaube und hoffe, dass das die richtige Antwort ist. Also, der Beitrag, von dem ES da spricht, ist dieses Scoop. Das ist das, wenn er plötzlich hinter den Landungsbrücken auftaucht und im nächsten Satz dann schon wieder weiter ist, 100 Kilometer gereist. Das ist das System von Scoop. Die Antwort war PlayerUnknown's Battlegrounds und es ist die richtige Antwort. Fabian, also die Tochter 17. heißt Erin. Ja, und die Map heißt Arangel, wenn man es richtig ausspricht. Ja, das ist die einzige Map. Ja, das ist die einzige Map. Ja. Also Punkte für Punkte. Auf jeden Fall Team Heiden. Ja, Team Heiden. Team Hannes und die Spaßkanonen. Team Ede und seine Garde. Und ja, vielleicht müssen wir noch über Lars' Team sprechen. Hattet ihr es? Ach so, warte mal, da gab es eine Kreativantwort. Budi hatte was? Haben sie Beans Castle aufgeschrieben? Nee, die haben Overwatch aufgeschrieben. Okay. Dann haben wir noch Funkmariechen, er hatte Destiny 2. Ja, genau. Und jetzt halt die da hinten noch. Nein, keine Punkte. Keine Punkte, okay. Frage Nummer 27. Oh, eieiei. Oh, da kommt der nächste Ding hier. 27. Die Fahrschulsituation. Ihr sitzt im gelben Auto und wollt die Situation proaktiv lösen. Wer fährt dem nach zuerst? Bitteschön. Eure Gedanken. Hannes. Autofahrer? Also bei uns waren ja nur zwei Autos drauf und ein Flugzeug und ein Boot. Also folglich kann nur das rote, angeblich rote Auto zuerst gefahren sein. Also hier ist so eindeutig ein Flugzeug und ein Boot. Also es gewesen wären, wäre es das Blaue. Natürlich, dann wäre es das Blaue gewesen. Aber es ist nun mal. Also rot ist die Antwort, ja. So. Halber Punkt! Also. Ja, komm! Halber Punkt! Wir sind alle nicht lustig. Ja, wir stellen das erstmal kurz zurück. Wir gucken mal weiter. Was war denn bei Team Heiden? Was habt ihr vermutet? Also, das rote Auto, das gelbe Auto oder das blaue Auto? Was war eure Herangehensweise? Denn eigentlich ist es ja eine Situation, alle Autos sind erstmal gleichberechtigt. Genau, oder? Alle vier Autos blockieren sich gleichermaßen durch die Vorfahrtsregel rechts vor links. Wir sind im gelben Auto und um die Situation proaktiv zu lösen, muss ein Auto seine Vorfahrt aufgeben. Und indem wir das als gelbes Auto tun, geben wir unsere Vorfahrt auf und wir blockieren blau. Also winken wir blau durch und ermöglichen die Vorfahrt und dann löst sich alles auf. Was? Da gibt's Nicken bei Timo. Das zählt nicht. Autofahrer unter den Funkmariechen? Ja, absolut richtig. Würde ich zustimmen, leider. Ja. Ihr habt das auch so. Gegenstimmen. Lars schüttet auch, stimmt auch zu Budi und Co. Ihr sagt das auch so. Also die Aufgabe der eigenen Vorfahrt, dann kann das blaue Auto durchgehen. Ist in der Tat auch die richtige Antwort. Also blau, richtige Antwort. Damit Punkt für Team Heiden. Die Funkmariechen wussten das auch. Ede und seine Garde hatte das richtig. Dann Lars und Co. hatten es richtig. Super Neros hatten es richtig. Und da gibt's. Was war denn eure finale Antwort? Habt ihr eine finale Antwort trotzdem? Otto, was fahren kann, ist ja wohl das Rote. Ja, da gibt's auf jeden Fall. Da gibt's auf jeden Fall einen Handpunkt, natürlich. Ja. Ja. So, Frage Nummer. Oh ja, 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 es sind ja nur. Frage Nummer 28. Wie schreibt man folgenden Satz? Herr Ober, für mich bitte die Cevapcici. Es buchstabiert zuerst, bitte. Das Team um Ede und seine Garde. Etienne, bitteschön. Einmal.
Und bitte? Ich weiß nicht mehr genau, ich nicht, dass jetzt falsch buchstabiert. Ja, das können wir nachprüfen. Ich sage, ich buchstabiere jetzt mit Cevapcici. Ja. Der Rest ist ja klar. Ja. Wir haben geschrieben C-E-V-E-C. Nee, sag mal. C-E. Ja, lest doch mal vor, wie wir es geschrieben haben. Wir haben es. Ja. C-E-V-A-P-C-I-C-I. Genau. Gegenstimmen. Chichi. Team Super Neros. Team Super Neros. Was habt ihr? Wie habt ihr es buchstabiert? Budi? Carina? Jo, Carina. Ich hatte das auch erst so wie die mit einem C jeweils. Ich habe mich doch noch korrigiert. Am Ende sind es zwei C. Das heißt, wie? Buchstabier es nochmal. C-E-V-A-P-I-C-I-C-C-I. Also 2C am Ende. Dann das Team um Wirt und Lisa. Lisa, du bist belesen. Wir haben es so, so geschrieben wie Ede. Nochmal? Wir haben es so geschrieben wie Team Ede. Aber mit richtigen Kommata. Ja, Herr Oberkomma. Ja. Richtige. Timo, gab es da noch einen Nachtrag? Nein, es war nur alles klar. So, und das Team Heiden, unsere Literaten, Gino Singh. Tobi. Also wir haben so genau so geschrieben, aber ja. Wir haben bitte mit 3T geschrieben und was haben wir noch? Und das Komma haben wir natürlich vor Cevapcici. Ja, also... Also es haben eigentlich alle es richtig, außer das Team um Moritz. Und also, richtige Antwort. Also, alle Teams richtig, bis auf die Super Neros. So. Also. Zwei Fragen werden noch aufgelöst. Das sind die letzten beiden Fragen. Die Spannung steigt. Alle Teams oder die drei führenden Teams sind noch eng zusammen. Seid ihr bereit für die letzten beiden Fragen? Ja! Ja, allerdings hören wir die erst nach der letzten Werbung. Bis gleich zurück bei Rülps, das Kleinquiz. Herzlich willkommen zurück zum Kneipenquizabend hier auf Rocket Beans TV. Die Hälfte hat sich die Punkte schon ausgerechnet, ist dementsprechend schon nach Hause gegangen. Wir haben einen langen Abend hinter uns, 30 Fragen. Das ist nicht Andreas Links, sondern das ist der Eingang. Wir haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen, hier haben wir 20 Punkte für Team Heiden. Wir haben 19,5 Punkte für die Funkmariechen, hier sind es 13,5. Hier sind es auch 19 bei Gerstenmalz und Gehirnschmalz. Lars und Ben kommen auch noch rein. Also die letzten beiden Fragen. Danke nochmal an Laura und ihr Team für dieses wunderbare Set-Design, kann man auch nochmal sagen. Ja, ey, fantastisch. Wunderbar. So, es war wieder ein Abend der Kontroverse. Diese von links wird es nie wieder geben, diese Kamera. Guck mal, wie ich da stehe. Wie sieht das denn aus? So, Frage 29. Auf welchen Namen hört der weibliche Hauptcharakter aus der Netflix-Serie Stranger Things? Ede und seine Garde. Etienne. Frage 29. Ja, da haben wir... im Englischen 11, natürlich, weiß man ja. Und im Deutschen Elfi. Elfi. Elfi, gibt's da Gegenstimmen? Alvin, du hast es auch geschaut. Kannst du das bestätigen? Ja, Elfi. Also zumindest auf Deutsch. Elfi ist die richtige Antwort. Welche Teams hatten das? Alle. Alle Teams hatten das richtig. Wer? Was haben die? Das auf die Wahrheit. Welches Team? Wir haben gesprochen. Prüft es nach. Falsch. Elf ist doch nicht. Ja, Team Heiden hat 11 geschrieben, ja. Ja, ist das Team Heiden. Ja, 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 ja,
Elf ist aber nicht mehr Spitzname nur. Das ist völlig falsch. Die nennen ja Elf. Die heißt Elf eigentlich. Kannst du auch in Hamburg nicht sagen, wir gehen uns ein Konzert der Elf angucken. Das ist ein Elfi-Argument, wir haben es kommen sehen. Ja. Ja. Gunnar, nimm das Mikrofon, du Dünn. Direkt, die heißt Elf, Elfi ist der Spitzname. Wir haben das als einziges richtig, mal ganz ehrlich jetzt. Was ist das denn hier? Gegenstimmen? So. Gegenstimmen? Gegen Gunnar? Eleven im Englischen, aber Elfi im Deutschen, weil Elf dumm klingt. Ja! Marc, was sagst du? Was sagst du? Na, ich find's schwierig. Einen halben könnte man vielleicht, aber höchstens. Eigentlich gar keinen. Ich meine, bei dem Team W, also Fuck wäre ja auch nicht richtig gewesen. Ne? Es wäre ja auch schon der Fuchs gewesen. Also. Das ist ein Skandal. Das ist der englische richtige Name, nicht Geld, das soll aber irgendeine Zahl. Also, Eddie stimmt auch für das Team von Gunnar und Co., ne? Dagegen. Achso, wenn irgendeine Zahl. Eindeutig dagegen, ja. Sie wird niemals, niemals Elf genannt in der Serie. Ja, aber was ist denn hier schon? Name? Google! Ich bin großer Sympathisant des Heidentyps, aber in dem Fall würde ich auch sagen, eher kein Punkt. Entschuldigung, okay, aber es ist doch ganz einfach. Herr Schiedsrichter, es ist doch ganz einfach. Die Fragestellung ist schwierig. Die Fragestellung, können wir nochmal die Fragestellung leid, hören? So leid, dann ergibt sich nämlich automatisch, dass es nicht mal halb Punkte. Namen? Hört sie! Der weibliche Hauptcharakter aus der Netflix-Serie Stranger Things. Ja. Und sie sagt doch am Anfang sogar, sie heißt Kids. Also, hört der Name, mit dem man sie auch dann ruft. Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage. Deswegen das Wort ganz kurz an Fabian, der mühselig recherchiert hat. Ich habe alle Seiten durchforstet und bin bei der No-Name-Seite Wikipedia gelandet. Und hier steht, auf dessen Arm die Ziffern 011 tätowiert sind, wovon abgeleitet sie von den drei Freunden Elf genannt wird. Also, das ist das ein anderer Weg. Können wir so ganz kurz, können wir so schnell ein Chat-Voting überhaupt auf die Beine stellen? Wir machen ein Chat-Voting! Können wir das machen? Was sind die zwei Antwortmöglichkeiten? Das ist der scheiß Name von dir! Man kann ja nicht voten lassen, ob das richtig ist! Elf oder Elfi? Also, was ist das denn? Ausrufezeichen Rülps. Elf oder Elfi? Das ist doch lächerlich! Läuft. Gunnar, du hast nochmal die Zeit für ein Plädoyer. Bitteschön. Die Wahrheit wird sich durchsetzen. Das kann ja wohl nicht sein, dass ein echter Name nicht als Name hier gilt. Also, wenn das jetzt hier so ist. Ich möchte nur ganz kurz sagen, in Anbetracht der neuen Erkenntnisse ist das Team Ede und seine Garde bereit, einen halben Punkt zu akzeptieren für uns. Also, ich denke, das Chatvoting ist eindeutig. Allerdings, Benjamin. Und jetzt möchte ich aber auch, dass die anderen keinen Punkt bekommen. Also ganz kurz, das Chatvoting ist eindeutig, aber natürlich nicht bindend für den Moderator. Dennoch hätte ich diesen Punkt von Anfang an dem Team auch gegeben. Natürlich ist Elf auch richtig. Ganz klar. Ganz klar. Aber es gibt einen Einspruch und damit ist alles wieder offen. Natürlich waren wir uns dieser Problematik von Anfang an bewusst.
Elf ist der richtige Name, Elfi ist der gerufene Spitzname. Wir haben daher Elf geschrieben und das I in Klammern. Ich denke, das ist zwei Punkte wert. Das sind zwei Antworten und eigentlich ein Punktabzug, das weißt du. Absolut nicht. Das ist jetzt beide, also entschuldige bitte, das gibt's doch nicht. Also, das wussten alle natürlich. Ich hätte Elf auch gelten lassen, ja, so ist es natürlich nicht. Wir kommen daher auf die finale Frage. Und es ist noch alles möglich, denn ich kann natürlich auch noch mal einen Kreativpunkt geben. Ich meine, wir haben es doch, oder? Letzte Frage, Frage Nummer 30. Die Begriffe Hängepartie und Zugzwang haben ihren Ursprung in welcher Sportart? Da ist es schon easy, das ist keine Sportart. Raphael und die Superheroes, was dachtet ihr? Ich als alter Schachspieler sage natürlich Schach. Zugzwang etc. und so weiter. Ihr kennt das. Das war informativ, aber vom Entertainment Value natürlich. Ne? Aber okay, es ist Schach. Wer hatte das auch? Die ja! Ja, ihr hattet Schachi. Also, wer hat es? Schachi. Michael, Schachi. Die Mariechen hatten es. Team Heiden hatte es. Die Superheroes hatte es. Spaßkanonen hatten es. Und Gerstenmalz und Hirnschmalz hatten es. Alle? Und das Team um Etienne nicht, oder was? Hey, wer hat es nicht? Etienne und seine Garde. Alle hatten es, okay. So, dann überfliegen wir das hier mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4. Achso, das haben wir schon. 10,5, 15,5 Punkte. Wir haben hier nochmal 12,5 plus 1, 2, 3 sind 15,5. Das können wir hier auch reinschreiben. Genau, Gino, 15,5. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 sind 18 Punkte. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 21 Punkte. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 21,5 Punkte. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte kommen zum Team Heiden dazu. Damit sind das insgesamt 22 Punkte. Und wir haben einen Sieger. Ich möchte dazu einmal ganz kurz was sagen. Wir möchten natürlich auch Daniel Schröckert hier diesen Preis widmen, der heute nicht dabei sein konnte. Florentin hat ihn wunderbar vertreten und ist auch ein festes Mitglied im Team. Ja, natürlich. Aber Schröckert wird auch gerne auch dieser Preis, darf ihn auch mal angucken. Florentin! Macht euren Wimpel noch auf die hellste Birne. So. Also, unglaubliche Szenen, die sich hier abspielen. Das Team Heiden mit einem hauchdünnen, einem halben Punkt Unterschied mal wieder hier den Sieg geholt. Florentin, Gunnar, Eas, Gino und Tobi Escher haben den Sieg davongetragen. Kommt nochmal nach vorne, das Siegerteam. Gino, Eas, twittern kannst du gleich. So, Dankeschön an alle, die heute mitgemacht haben. Hashtag Rülps, Hashtag RBTV. Sagt nochmal, was euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat, was unfair war. Dankeschön an Fabian, der das Ganze betreut hat. Und das sind die Sieger der zweiten Ausgabe von Rülps, Team Heiden. Yeah.